herzlich willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 73. Nee, ist 73. 73 ist es vom 3. November 2017. Und wie immer mit dabei bin ich, Philipp Banse, und diesmal aus Tel Aviv in Israel. Ulf Burmeier, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die politische Lage in Deutschland und der Welt. Und in der Tat führt uns unser Blick heute zunächst mal auch in die weite Welt hinaus, nämlich in die Vereinigten Staaten. Da gibt es aus New York furchtbare Nachrichten, Philipp. Es gab mal wieder einen Anschlag und in manchen Medien wurde er auch schon bezeichnet als der schlimmste seit 9/11, auch wenn das sicherlich ein Stück weit die falschen Assoziationen weckt. Genau, also ein Mann ist in New York, in Manhattan mit einem Pickup relativ lange Strecke über Fahrradwege gefahren und hat 8 Menschen getötet und ich glaube so 12, also mehrere auf jeden Fall, zum Teil auch schwer verletzt. Und der Mann soll heißen Saifulu Saipov und stammt ursprünglich aus Usbekistan und ist mit einer Visa Green Card Lotterie nach Amerika gekommen, in die USA eingewandert. Und angeblich soll er Allahu Akbar gerufen haben, während er da rumgefahren ist und die Leute umgebracht hat. Und ja, es steht im Verdacht, dass zumindest ein Anschlag war, der vom IS inspiriert wurde. Organisiert, glaube ich, steht noch nicht fest, aber dass er inspiriert wurde, glaube ich, das kann man schon sagen. Ja, das sieht jedenfalls mal danach aus. Ne? Genau. Das sieht danach aus. Ja. Also das muss ich sagen, ist so ein Anschlag, der mich persönlich deswegen berührt hat, weil ich ja mal eine Weile in New York gelebt habe und die Ecke auch sehr gut kenne, wo das passiert ist. New York, also gerade Manhattan, ist ja eine Halbinsel, liegt zwischen dem East River östlich eben von Manhattan und dem Hudson auf der Westseite, und am Hudson führt ein sehr, sehr langer Fahrradweg entlang, im Grunde von der Südspitze Manhattans am Hudson entlang ganz hoch, ich glaube sogar bis zur 180. Straße oder so, und ich habe damals in New York in der 101. gewohnt, in der Upper West Side, und bin ständig, also mindestens jede Woche, wenn nicht mehrfach, über diesen Fahrradweg runtergefahren zur Südspitze von Manhattan. Das ist halt einfach, muss man sich vorstellen, fast wie so ein Fahrradhighway. Also da rennen auch immer ein paar Fußgänger rum, aber man kann da schon richtig Gas geben, mit 30 Sachen irgendwie am Hudson entlang düsen und ist dann irgendwie in einer halben Stunde an der Südspitze Manhattans. Da kommt keine U-Bahn mit. Insofern bin ich diese Strecke selber dutzendfach gefahren, und das ist schon sehr gut ausgebaut. Deswegen kann man da tatsächlich mit so einem Pickup-Truck drüber fahren, aber das ist natürlich furchtbar. Ne? Da sind Menschen, wollen sich da einfach ein bisschen vergnügen, ein bisschen Fahrrad fahren, joggen, und mit einmal kommt da so ein Wahnsinniger mit einem Pickup, oder genau genommen war es wohl eigentlich eher ein Bulli. Pickup ist so ein bisschen irritierend. Ich glaube, es war nach den Fotos zu urteilen eher so ein Bulli, den er so sich gegeben hat, und ne? Ja. So ein Van irgendwie, ne? Und mäht da Fahrradfahrer um. Das ist natürlich ein ziemlich erschreckendes Erlebnis, muss ich sagen. Genau, also Donald Trump hat natürlich gleich wieder reagiert, wie Donald Trump eben so reagiert. Erst hat er gefordert, den Attentäter sofort nach Guantanamo, also der Militärjurisdiktion, zu schicken und zu unterwerfen. Dann hat er offensichtlich mit seinen Lawyern geredet oder mit zumindest einem Vernünftigen und sagte, ja, nee, dann lieber doch nicht Gitmo, sondern doch lieber ziviles Justizsystem. Aber was er unvermindert fordert, ist eine Todesstrafe für den Attentäter. Und das ist natürlich aus mehrerer Hinsicht bizarr, absurd und nicht zielführend. Erstmal Todesstrafe generell finde ich nicht akzeptabel, wofür auch immer. Und die zweite Frage ist natürlich auch, das haben auch schon viele angemerkt, sagen wir mal, selbst wenn du beabsichtigst, den Täter möglichst hart zu bestrafen und mindestens ins Gefängnis zu bringen, ist das nicht hilfreich, wenn der Präsident eine Strafe fordert, bevor irgendwas klargestellt ist? Schon gar nicht die Todesstrafe, weil, das haben viele angemerkt, die Verteidiger des mutmaßlichen Attentäters natürlich sagen werden, also Herr Leute, wie soll unser Mandant ein faires Verfahren bekommen, wenn der Präsident quasi noch am Tag der Tat eine Todesstrafe für den Verdächtigen fordert? Wie soll das ein faires Verfahren geben? Sprich, dass dann womöglich gar kein Verfahren stattfindet oder eine leichtere Strafe. Und erst recht nicht bei so einem System, wie wir es in den USA haben, mit diesen Juries, Ulf. Das kennst du besser.
Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Also zum einen ist es natürlich auch im amerikanischen System so, dass es ja nicht eine mathematische Gewissheit ist, dass für jeden Mord, und davon kann man, denke ich, ausgehen, dass das hier Morde waren, gleich die Todesstrafe gibt. Es kann ja alle möglichen mildernden Umstände geben. Ja, stellen wir uns vor, der Typ stand unter Drogen. Stellen wir uns vor, der Typ war vielleicht paranoid, schizophren oder so. Ne? Es kann ja 1000 Gründe geben, weswegen das möglicherweise sich alles dann im Verfahren ein bisschen anders darstellt als nach Aktenlage oder schlimmer noch nach Medien. Lage, ja, auf deren Grundlage Donald Trump sich hier ja geäußert hat. Und dann wird es jetzt in der Tat ein Problem werden, überhaupt eine Jury zu finden, die halbwegs neutral ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass für einen Jury Trial deutlich mehr geschworenen Kandidaten ausgewählt werden oder natürlich auch Kandidatinnen zunächst mal, als dann letztlich gebraucht werden. Und dann gibt es so ein Verfahren, wo sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft einzelne dieser geschworenen Kandidaten abschießen können. Also man reduziert dann die Zahl, das ist je nach Strafprozesssystem so ein bisschen unterschiedlich, aber zum Beispiel von 21 auf 13 oder von 21 auf 11 oder so. Es gibt also unterschiedliche gibt da einfach deutlich mehr, als man letztlich braucht, und die können dann abgeschossen werden, sage ich jetzt mal, also eliminiert werden. Man nimmt das auch tatsächlich Elimination, indem man ihnen bestimmte Fragen stellt. Also um ein Beispiel zu bilden, ganz typischerweise versuchen Staatsanwaltschaften in einem Verfahren, wo ein farbiger Angeklagter ist, alle farbigen geschworenen Kandidaten rauszubringen, weil sie sich überlegen, der könnte ja irgendwie mehr Mitleid mit einem Schwarzen haben als ein weißer Geschworener. Ne? Das ist zwar eigentlich rassistisch und es ist eigentlich nicht in Ordnung. Gibt auch Rechtsprechung des Supreme Court, wonach das nicht geht, aber weiß mal einem Staatsanwalt nach, dass er jetzt einen farbigen Geschworenen gerade deswegen eliminieren wollte, weil er farbiger ist. Also er darf das nicht mit diesem Grund tun, er darf das aber deswegen tun, weil er 34,5 Jahre alt ist, um mal ein Beispiel zu machen. Und das ist eben in dieser Elimination Phase ist es eben relativ schwierig zu kontrollieren, was man da für Gründe anführt. Aber einer der anerkannten Gründe ist, dass die Leute natürlich dem Verfahren neutral gegenüberstehen sollen. Und wenn man jetzt derart viel schon in den Medien gehört hat und eben nicht zuletzt eine konkrete Strafforderung des Präsidenten, dann wird es nicht ganz einfach werden, Geschworene zu finden, die diese Forderung des Präsidenten nicht zur Kenntnis genommen haben und dann tatsächlich noch völlig unbefangen diesem Verfahren gegenüberstehen. Ne? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an das Verfahren gegen O.J. Simpson in den 90ern, wo also die geschworenen Kandidaten gefragt wurden, ob sie in der Presse schon von dem Verfahren gelesen hatten. Ja? Und wenn das schon reicht, ich meine, hier ist es jetzt noch viel konkreter, Trump sagt nicht nur, es war schlimm, sagt nicht nur, es war Mord aus meiner Sicht, sondern er fordert eine ganz bestimmte Strafe. Also damit hat er diesem Strafverfahren schon mal sehr geschadet, so viel kann man sagen. Ja, und dann ist natürlich jetzt wie immer die Frage, wie geht eine Gesellschaft mit solchen Anschlägen um? Und mein Gefühl war tatsächlich auch kurz nach diesem Anschlag, dass jetzt von diesen Trump-Reaktionen mal abgesehen, zumindest in Europa, aber ich glaube auch in den USA, ich will nicht sagen gelassen damit umgegangen wird, aber von Hysterie habe ich zumindest nichts mitbekommen. Und da in diese Wahrnehmung fiel dann auch ein Artikel, der uns reingespült wurde auf Slate.com, der ein ähnliches Argument vertritt, auch evidenz- und studienbasiert. Titel ist so ein bisschen, we are becoming numb to terrorism and that might be a good thing. Also wir werden sozusagen taub gegenüber Terrorismus und das könnte sogar eine gute Sache sein. Ulf, du hast dir das mal angeguckt. Ja, das ist ganz interessant. Das ist ein Artikel ursprünglich im Slate-Magazin von zwei Autoren namens Amanat Amarangsingam und Colin Clark. Und die prägen da in diesem Aufsatz den Begriff Terrorism Fatigue, also so eine Art Terrorismusmüdigkeit. Und sie weisen darauf hin, dass IS oder ISIS eine ganz andere Strategie verfolgt als Al-Qaida. Also Al-Qaida, wir erinnern uns an 9/11 zum Beispiel, an die Anschläge unter anderem auf das World Trade Center. Al-Qaida hat gesetzt auf wenige extrem komplexe, sehr gut geplante, aber auch absolut spektakuläre Anschläge mit dann typischerweise sehr vielen Opfern. Das war ja nicht der einzige Anschlag, den Al-Qaida begangen hat. Und das hat selbstverständlich die westliche Welt in einen Schockzustand versetzt. 9/11 hat, denke ich, die Vereinigten Staaten schon umgekrempelt. Das wird man sagen können. Bei ISIS ist das völlig anders. Sie setzen auf Low-Tech-Attacken, jedenfalls typischerweise nicht nur, aber meistens sind es eben solche Attacken, wo einfach ein Verrückter, ein Loser sich einen LKW leiht und damit über eine Promenade fährt und natürlich auch eine ganze Reihe von Menschen umbringt. Aber es sind jedenfalls Anschläge, die nicht sehr komplex sind.
Und deswegen erleben wir sie relativ häufig und deswegen erleben wir auch sehr häufig inzwischen Anschlagsversuche, die dann sogar rechtzeitig noch erkannt werden können. Und diese unglaubliche Häufung an kleinen Attacken, an vergleichsweise Low-Tech-Attacken, führen einfach dazu, dass man das Gefühl bekommt, Terror ist überall. Und dann setzt ein ganz interessanter psychologischer Effekt ein, der im Grunde genau das Gegenteil dessen bewirkt, was IS will. Also IS. Man würde ja annehmen, dieser Effekt, ne, überall Terror würde dazu führen, keiner geht mehr raus. Keiner geht mehr zum Fußball, keiner geht mehr auf Konzerte. Das war ja so ein bisschen die Annahme von IS, aber auch so die Annahme so weit verbreitet in der Gesellschaft. Wenn überall Terror, ich glaube, diese Studie spricht von über 50 Anschlägen in diesem Jahr, die zumindest so in diesen IS-Kontext gerückt werden. Bei so vielen Anschlägen würde man denken, alle sind in Panik, alle haben Angst, keiner geht mehr raus. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, zumindest laut dieser Studie. Nein, das ist genau, das ist nicht eingetreten, sondern ganz im Gegenteil, es stellt sich so eine Art Gewöhnungseffekt ein. Und da kann man ein sehr schönes Beispiel zitieren, das wir auch in der Lage schon verschiedentlich angesprochen haben, nämlich die Bedrohung durch den Straßenverkehr. Es ist ja völlig normal, dass im Straßenverkehr Menschen sterben. Jedes Jahr sind es in Deutschland immer noch mehrere Tausend. Und trotzdem setzen sich Menschen jeden Morgen wieder ins Auto und fahren zur Arbeit. Da könnte man ja auch sagen, was für ein Wahnsinn, warum bleiben die nicht zu Hause, warum nehmen die nicht den Bus oder was versuchen sonst irgendwas, um diese ein Risiko aus dem Weg zu gehen, aber so regieren wir eben nicht. Wir gewöhnen uns an Alltagsrisiken und preisen sie quasi ein und gehen davon aus, es wird schon nichts passieren, weil eben diese Gefahr nicht mehr so richtig pointiert wahrgenommen wird, sondern weil sie zu einer Alltagsgefahr wird, sie wird zum allgemeinen Lebensrisiko. Und genau das Gleiche scheint jetzt auch zu passieren mit der Bedrohung durch Terrorismus. Die Menschen lassen sich eben beileibe nicht mehr so sehr erschüttern. Und ich meine, wir haben da ja, glaube ich, bei dem letzten größeren Anschlag in Spanien hier schon in der Lage drüber gesprochen, dass wir auch so den Eindruck hatten, Philipp, ne, wir haben das bei uns selber, bei uns beiden wechselseitig so beobachtet, irgendwie war es jetzt gar nicht mehr so krass. Natürlich ist es irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ein gutes Dutzend Menschen sind zu Tode gekommen bei dem letzten Anschlag in Spanien, wo auch jemand mit dem Bus durch eine Bulli durch eine Fußgängerzone gefahren war, aber irgendwie hat sich so ein Stückchen Normalität eingestellt. Und auch wenn ich mir den Breitscheidplatz angucke in Deutschland, natürlich gab es eine große Debatte um Versagen der Behörden, auch völlig zu Recht, weil da ja vieles im Argen lag. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Deutschland in einer Art Schockstarre verfallen ist. Ganz anders als Reaktion auf 9/11. Und da würde ich schon sagen, kann man diese Terror-Fatigue sehr deutlich mit Händen greifen. Ja, mich erinnert das ehrlich gesagt an ein Buch, was ich gerade lese von Daniel Kahnemann. Das heißt Thinking Fast and Slow. Das ist erstmal auf den Blick ein völlig anderes Thema, aber ist doch damit sehr verbunden. Also da geht es eigentlich um, sagen wir mal, um wirtschaftliche Fragen. Wie treffen Menschen Entscheidungen? Das sind sozusagen Nobelpreisträger, Wissenschaften, Nobelpreisträger Daniel Kahneman, Amon Tversky, und die sprechen darüber, wie wir Entscheidungen treffen, erstmal wirtschaftliche Entscheidungen, aber wie wir vor allen Dingen auch Risiken einschätzen auf dem Weg zu der Entscheidung. Und da haben sie halt rausgefunden, dass Menschen überhaupt nicht rational sind. Die Annahme war ja immer, wir sind total rational und wägen Vor- und Nachteile ab und entscheiden uns dann. Und die haben halt rausgefunden, weit gefehlt, sondern unsere Entscheidungen werden extrem beeinflusst von, sagen wir mal, eigentlich irrationalen psychologischen Momenten. Und ein Punkt, den sie rausgearbeitet haben, so ein Fehler, wie sie das nennen, ist eben, dass wir Entscheidungen auch treffen, basierend auf dem, was uns gerade am präsentesten ist. Also wenn wir gerade etwas erlebt haben, ja, was eigentlich total unwahrscheinlich ist, halten wir es aufgrund der Tatsache, dass wir es gerade erlebt haben und dass wir uns so gut daran erinnern und dass es gerade so präsent ist in unserem Gehirn, für sehr wahrscheinlich, dass es irgendwie demnächst wieder passiert, und treffen unsere Entscheidung, oder sag mal so, hat dieses eigentlich sehr unwahrscheinliche Event einen viel zu großen Einfluss auf unsere Entscheidung. Und ich glaube, da kommt dieser Terror ins Spiel. Wenn wir, also Angst und panische Reaktionen entstehen ja dann, wenn wir diese eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlichen Ereignisse, dass wir persönlich von einem Terroranschlag getroffen werden, überbewerten. Ja, und das passiert, wenn wir diese Terroranschläge extrem präsent haben und wenn sie sozusagen in unserer Aufmerksamkeit einen sehr, sehr großen Raum einnehmen. Ja, aber in dem Moment, wo dieser Raum in der Aufmerksamkeit kleiner wird,
weil es entweder so oft passiert oder weil wir eben merken, es passiert so oft und wir persönlich sind davon eigentlich nicht betroffen. Und in dem Moment sortiert sich das so ein bisschen ein und ich habe das Gefühl, dieser Fehler sozusagen, den unser Gehirn macht, indem es halt diese Ereignisse überbewertet, der verschwindet nicht, weil wir nun mal Menschen sind, aber er wird ein bisschen kleiner. Ja. So, ja. Und das, glaube ich, ist ein psychologischer Mechanismus, der hier wirkt, ja, der sozusagen den Kahneman und der aktuelle Nobelpreisträger, also diese Behavioral Economics Leute, also diese verhaltensökonomischen Wissenschaftler rausgearbeitet haben, der trifft interessanterweise auch hierzu. So, und das ist für mich so ein bisschen die Erklärung, warum wir da nicht komplett rational reagieren, aber ein bisschen rationaler als in einem Moment der Panik und der Angst, wie beispielsweise 9/11. Ja. Ja. Also dieses Buch kann ich nur jedem empfehlen. Thinking Fast and Slow ist nicht mehr neu, ist echter Klassiker, aber voll mit diesen Beispielen, wie emotionale Momente und völlig eigentlich sachfremde Momente unsere alltäglichen Entscheidungen und Handlungen beeinflussen, bis heute. So, und da ist viel dazugekommen, aber ich glaube, im Kern gilt das noch, was die schreiben, und das ist eben auch gerade in dieser Terrordebatte interessant. Und da würde ich aber, wo wir dabei sind, nochmal einen Hinweis, auf wo du sagst, Breitscheidplatz anbringen, die Opfer, beziehungsweise die Angehörigen dieser Opfer vom Breitscheidplatz aus dem letzten Jahr, die haben sich beklagt, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein deutsches Moment, dass wir so darauf bedacht sind, dass den Ball flach zu halten, bloß nicht panisch zu werden, irgendwie das alles nicht zu hoch zu hängen, dass wir, glaube ich, da ein bisschen vergessen haben zu trennen, dass wir nicht getrennt haben zwischen der politischen Reaktion und der menschlichen Reaktion und der Wahrnehmung der Opfer. Weil ich glaube, da haben wir den Angehörigen Unrecht getan. Wir haben sozusagen im Zuge dieses Versuchs, den Ball flach zu halten, mit vergessen, die Opfer und die Angehörigen zu ehren und zu würdigen und sie wahrzunehmen. Ich glaube, das schließt sich nämlich nicht aus. Du kannst gelassen politisch, gesellschaftlich reagieren und trotzdem die Angehörigen und ihre Opfer ehren und sie wahrnehmen und sozusagen sie im Gedächtnis behalten. Da wird jetzt so eine Trauerplatte, so ein Gedenkstein hingestellt, aber so insgesamt, glaube ich, sind die Leute zu kurz gekommen. Was heißt denn das, zu kurz gekommen? Oder andersrum gefragt, wenn du einen Angehörigen verlierst, was ist denn auch eine angemessene Ehrung? Ganz ehrlich, also glaubst du, dass irgendwas, was man da so von öffentlicher Seite tut, als hinreichend wahrgenommen wird? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn du trauerst und du hast das, stell dir mal vor, du trauerst, also ich meine, wie will man sich das vorstellen, aber du trauerst um einen Angehörigen, das ist ein Trauerfall und du hast das Gefühl, außer dir interessiert das eigentlich niemanden. So, da ist das jemand, stimmt ja nicht. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, natürlich wird es nicht völlig ignoriert, aber ich glaube schon, dass man ein bisschen mehr, sag mal, Wahrnehmung hätte machen können. Was weiß ich, ich weiß jetzt nicht, ob es passiert ist, aber im Bundestag einmal irgendwie Gedenkminute oder irgendwie so ein bisschen mehr öffentliche Wahrnehmung und ein Gedenken an die Opfer dieses Terroranschlags. Das muss also nicht, ganz ehrlich, Philipp, ja? Das müssten wir jetzt erstmal recherchieren, ob das nicht passiert ist, aber ganz ehrlich, also das... Aber hast du denn da was wahrgenommen? Hast du denn was wahrgenommen? Ja, da war, also ich wie gesagt, das müssten wir jetzt recherchieren, ich will jetzt einfach auch nichts Falsches sagen, aber ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie keine Rolle gespielt hätte. Ich meine schon, dass da eine Reihe von Gedenkveranstaltungen stattgefunden haben und ich, also wie gesagt, das finde ich, es geht jetzt so ein bisschen, okay. Geht jetzt ein bisschen ins Vage, weil wir das einfach nicht so richtig wissen, was da passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Küchenpsychologie. Also meine These wäre nämlich ehrlich gesagt, wenn man so einen Verlust erlitten hat, dann ist völlig egal, was öffentlich passiert. Es ist nie genug, weil man immer das Gefühl hat, die anderen leiden nicht so wie man selber und zwar völlig zu Recht, weil natürlich diejenigen, die keinen Menschen verloren haben, auch nicht so leiden wie man selber. Also wie gesagt, ich finde das eigentlich jedenfalls gut, dass man als Gesellschaft sich von einem solchen Terroranschlag so wenig wie irgend möglich irritieren lässt, dass man so wenig wie möglich insbesondere in die Falle tappt der Islamfeindlichkeit. Ich glaube, das ist nämlich die ganz große Falle, die insbesondere IS aufstellt. Es geht ja dem IS vor allem darum,
dieses Narrativ zu bedienen, dass es einen Krieg gebe zwischen dem Westen und dem Islam. Denn wenn es diesen Krieg gibt, dann braucht es auch IS, die sich ja immer gerne hochstilisieren als diejenigen, die quasi die Fahne des Islam hochhalten und den Kampf des Propheten führen und das Kalifat wiedererrichten wollen und so weiter und so weiter. Und da muss man leider sagen, dass insbesondere Aktionen von Donald Trump, Stichwort Muslim Ban, ja, diese Einreisesperre für Menschen aus 7 vorrangig muslimischen Ländern genau dieses Narrativ des IS unterstützen, dass es einen Krieg gebe zwischen dem Westen und dem Islam. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hilft nur Abrüstung, da hilft einfach nur, dass man sich bewusst macht, nein, wir dürfen jetzt nicht abrutschen in Islamfeindlichkeit. Und deswegen muss man sagen, ist auch die AfD da mit ihren ganzen islamkritischen Narrativen so kolossal auf dem Holzweg. Das ist im Grunde eine reine Förderveranstaltung für den IS, weil sie nämlich auch diese Narrative bedient. Der Islam wird zum Sündenbock gemacht, uns hassen hier alle. Und dann gibt es eben Menschen wie diesen Verrückten in New York. Und natürlich hatten wir auch in Deutschland schon welche, die dann sich radikalisieren im Internet zum Beispiel und tatsächlich anfangen, Menschen umzubringen. Okay. Wir bleiben in den USA. Und müssen mal wieder ein Update geben zu den Ermittlungen gegen Trump, über die wir anfangs oder vor einigen Monaten ja sehr ausführlich berichtet haben. Da ist dann eine Weile nichts passiert. Aber in dieser Woche gab es dann doch wieder ein, zwei Ereignisse, die uns zwingen, da mal wieder einen Blick drauf zu werfen. Vielleicht kannst du kurz sagen, was bisher geschah, Ulf. Das kann ich tun. Bisher geschah zweierlei, das wir auch in der Lage schon relativ intensiv diskutiert haben. Nämlich zum einen wurde James Comey im Frühjahr als FBI-Direktor gefeuert. James Comey, und zwar insbesondere deswegen, weil er, so jedenfalls war offenbar die Wahrnehmung von Donald Trump, zu genau hingeschaut hat, was mögliche Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern der Trump-Kampagne und der russischen Seite im weitesten Sinne angehen. Es ist bislang eben nicht klar, wer da auf russischer Seite agiert hat, ob das tatsächlich staatliche Stellen waren, ob das private Stellen waren, ob das halbstaatliche Stellen waren, man weiß es nicht, aber jedenfalls gab es da Ermittlungen von James Comey, dem FBI-Direktor, und deswegen musste er gehen, wenn die Details interessieren, wir haben das in einer früheren Lage genauer diskutiert, da gab es natürlich auch von Seiten von Donald Trump quasi Vorwände, ja, weswegen er gehen musste, aber im Kern scheint es mir doch um diese Russland-Ermittlung gegangen zu sein. Und das zweite Thema, was auch schon hochgekocht ist, betrifft den Sohn von Donald Trump, der nämlich oder von dem bekannt geworden ist, dass er sich mit Russen getroffen hat, die ihm wiederum inkriminierende E-Mails angeboten haben über Hillary Clinton. Ja, das heißt also, der Sohn von Donald Trump hat E-Mails angeboten bekommen, in denen Hillary Clinton da schlecht dasteht, und er soll dazu gesagt haben, dass er das ganz großartig findet. Er wird zitiert mit den Worten "Love it". Ja, also ich finde es ganz großartig. Das ist quasi der Hintergrund. Es gibt ja natürlich immer noch einen FBI-Direktor, nämlich Herrn Müller, nicht FBI-Direktor, sondern Herr Müller ist jetzt inzwischen Sonderermittler für die Kontakte zwischen der Trump-Kampagne und der russischen Seite. Und Herr Müller hat jetzt in der Tat ganz interessante Schritte unternommen, Philipp. Ja, genau. Also er hat sozusagen bisher jetzt die stichhaltigsten Beweise vorgelegt, dass Trumps Mitarbeiter und enge Berater willens waren, wirklich mit den Russen zu kooperieren, um Hillary Clinton zu schaden, um ihre eigene Kampagne eben nach vorne zu bringen. Und da gibt's hat es in der letzten Woche im Wesentlichen zwei Ereignisse gegeben, nämlich er hat eine Anklageschrift vorgelegt für zwei Fälle. Der erste ist Paul Manafort, das ist ein extrem dubioser Mann, der lange Chef der Trump-Kampagne war, also in der entscheidenden Phase war er Chef der Trump-Kampagne, um Trump zum Präsidenten zu machen. Und Paul Manafort, der hatte jahrelang davor für, sagen wir mal, den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch gearbeitet und ihn beraten und hatte eben Millionen kassiert. Das war auch schon bekannt. Jetzt sind weitere Millionen aufgetaucht, die er kassiert hat. Und vor allen Dingen soll er sie illegal kassiert und gewaschen haben. Das ist sozusagen der Vorwurf, den Manafort gemacht wird in dieser Anklageschrift. Manafort bestreitet das, seine Anwälte bestreiten das. Und Trump sagt auch, naja, mag ja alles sein. Aber ehrlich gesagt, das war ja alles vor der Kampagne. Und das hat ja mit der Kampagne auch nichts zu tun. Und mit Russland hat das schon mal dreimal gar nichts zu tun. Das mag Stand heute stimmen. Aber Tatsache ist,
dass Müller, der Ermittler, natürlich jetzt enorme Druckmittel gegen Manafort hat. Ja, also in diesen, der weiß natürlich wahrscheinlich eine Menge über Verbindungen nach Russland, was ist in der Kampagne gelaufen. Und jetzt hat Müller halt große Druckmittel gegen ihn, um ihn vielleicht zum Reden zu bringen und zum Auspacken zu bringen, was ja diverse Gesetzesverstöße innerhalb dieser Trump-Kampagne angeht. Das war sozusagen der erste Fall. Und der zweite Fall, der ist auf den ersten Blick ein bisschen unscheinbarer, weil es irgendwie eine Person aus der dritten Reihe betrifft, aber unterm Strich ist sie doch signifikanter. Da geht es nämlich um George Papadopoulos. Der war in der Trump-Kampagne außenpolitischer Berater. Der ist sehr jung, der war ist gute 30 und hat da einfach angeheuert und wurde auch wohl nicht bezahlt, war ehrenamtlicher außenpolitischer Berater, hatte vorher auch sich keinen Namen gemacht, groß mit außenpolitischen Kenntnissen. Der hat sich aber mit Russen getroffen. Also der wurde von einem Professor in London angesprochen, gesagt, hier, du bist doch irgendwie in der Trump-Kampagne, ich habe hier E-Mails, Dirt, wie es hieß, gegen Hillary Clinton, tausende E-Mails, wollen wir uns nicht treffen. Und Papadopoulos hat sich mit dem Typen getroffen, der hat ihn wiederum dann an Russen weitervermittelt, die offensichtlich Kontakt zu russischen Behörden und Staat haben und ist dann, wie die New York Times berichtet, eben mit diesen Erkenntnissen zurückgegangen in die Kampagne und hat auch Trump erzählt, hier gibt's Leute, die Russen, die wollen sich mit uns treffen und ich könnte da was anbahnen und es wäre doch schön, wenn Trump sich mal mit Putin treffen würde. Das war sozusagen das. Und was diesen Mann jetzt, sagen wir mal, eine Anklageschrift eingetragen hat, ist die Tatsache, dass er das FBI belogen hat. Denn das, was er da gemacht hat an sich, ist erstmal nicht strafbar, aber er hat halt das FBI belogen. Das FBI hat Papadopoulos am 27. Januar dieses Jahres befragt. Sag mal, hattest du Kontakt zu Russen? Und hat er gesagt, ja, aber erstens, das war lange bevor ich in der Trump-Kampagne war und B, ging eigentlich um nichts. So, die wollten nur mal reden. Und jetzt stellt sich raus, doch, ging sehr wohl konkret darum, um Hillary zu schaden und die haben sich auch getroffen, als er schon in der Kampagne war. Und ich glaube, FBI belügen, glaube ich, Ulf, ist keine gute Idee, ne? Das ist grundsätzlich keine gute Idee, denn das wird sehr häufig als Obstruction of Justice angesehen oder in anderer Weise als strafbares Verhalten. Das heißt also, dann macht man sich als solches schon strafbar, es sei denn, wenn es darum geht, ob man sich möglicherweise selber hätte belasten müssen, dann kann man aber auch, soweit ich das, also das würde ich jetzt nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber soweit ich das verstanden habe, darf man dann schweigen, aber man darf auch in eigenen Angelegenheiten nicht einfach lügen. Ja, das wäre es in Deutschland so ein bisschen liberaler. Ne? Auch in Deutschland kann man sich unter Umständen strafbar machen, wenn man zu seinen eigenen Gunsten lügt, aber vor allem dann, wenn man jemand anderen falsch belastet. Aber wenn man quasi nur seinen eigenen Kopf aus der Schlinge ziehen will, ist das normalerweise nicht strafbar. Das ist wohl in den USA anders, wenn man dazu das FBI belügt. Jedenfalls so mein Verständnis genau. Des US-Strafrechts. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass sie George Papadopoulos, dass das FBI George Papadopoulos am 27. Juli verhaftet hat am Flughafen. Und das ist deshalb interessant, weil diese Verhaftung, auch die Anklageschrift, diese ganze Tatsache, dass er sich A, schuldig bekannt hat, ja, ich habe das FBI belogen, Punkt, dass er verhaftet wurde, das ist erst jetzt rausgekommen, diese Woche. Und das bedeutet, das FBI hatte einen George Papadopoulos, ehemaligen Berater in der Trump-Kampagne mit relativ intimen Kenntnissen über alle möglichen Vorgänge, mehrere Monate unter ihrer Kontrolle sozusagen. Sagte man, du bist schuldig, du hast dich schuldig bekannt und das stand auch in diesen Dokumenten, er ist als, zur aktiven Kooperation hat er sich irgendwie verpflichtet oder war ein aktiver Kooperateur. Und da fragen sich natürlich jetzt alle, was hat George Papadopoulos unter dem Druck des FBI und indem er sich schuldig gesprochen hat, dem FBI noch alles über Trump erzählt? Ne? Es gibt Leute, die sagen, eigentlich kann es nur bedeuten, dass er ein Wire getragen hat, also dass er weiter, weil ja keiner davon wusste, dass er quasi sich schuldig gesprochen hat und unter den Fittichen des FBI stand, weiter zu Trump gegangen ist, weiter Kontakte gepflegt, Gespräche geführt hat und die zum Teil vielleicht sogar per Audio aufgezeichnet hat, ne? Diese Ermittlungen in Sachen, hat Trump oder haben Trump-Leute mit Russland kooperiert, weiter voranzubringen. Also das ist sozusagen die große Neuheit und das Interessante, dass der so lange unter den Fittichen des FBI war und sich schuldig gesprochen hatte, ohne dass das irgendjemand mitbekommen hat.
Also, ne? Und ja, das kann man jetzt mal. Ja, man weiß es jetzt. Ja, man weiß es. Man weiß jetzt einfach nicht, man weiß es letztlich jetzt einfach nicht, wie weit er tatsächlich kooperiert hat, ob er nun tatsächlich zum Beispiel mit einem Mikrofon rumgelaufen ist und versucht hat, von anderen Mitarbeitern der Kampagne selbstbelastende Äußerungen zu provozieren, die dann wiederum aufgezeichnet werden. Das kennt man ja aus amerikanischen Filmen. Ja, der eine wird von der Polizei verdrahtet, dann trifft man sich im Park, redet über irgendwas und hinterher wird es aufgezeichnet und der andere wird dann festgenommen. Ich glaube, wo habe ich denn das zuletzt gesehen? War das in Wall Street? Ich glaube, da gibt es am Ende so eine Szene, wo das genauso läuft. Also jedenfalls wäre das eine theoretische Möglichkeit. Auf der anderen Seite muss man schon ganz ehrlich sagen, wenn jemand eben, was ja doch viele wussten, im Visier des FBI ist, jedenfalls mal ganz vorsichtig formuliert, dann mit dem noch so offen zu reden, wäre natürlich sehr gefährlich. Interessant fand ich auch die Reaktion von Donald Trump, der auf Twitter seinen ehemaligen Mitarbeiter dann so darstellte, als sei das irgendwie ein ganz, ganz kleines Licht gewesen, den irgendwie kaum einer kannte, der da irgendwie in einem dunklen Büro irgendwelche Memos geschrieben hat, ne? Also das... Ich finde das einfach menschlich so niederträchtig. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie wichtig der jetzt tatsächlich war für die Kampagne. Vielleicht war er ja wirklich ein kleines Licht. Aber meine Güte, ja, was ist das für ein unsolidarisches Verhalten, seine eigenen Mitarbeiter auf diese Art und Weise zu dissen? Also finde ich ehrlich gesagt, oder Ex-Mitarbeiter finde ich ehrlich gesagt schon sehr bedenklich. Da gibt es ja ein paar Sachen dazu. Also ja, das hat auch die Sprecherin von Trump gemacht, so nach dem Motto, das war halt ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der wurde nicht bezahlt, mein Gott. Aber die New York Times hat jetzt halt, glaube ich, heute sogar geschrieben, es gab natürlich Treffen, in denen Papadopoulos während der Kampagne auch mit Trump in einem Raum saß und Papadopoulos soll bei einem dieser Treffen laut Gerichtsdokumenten gesagt haben, hey, ich habe da diese Kontakte und die sollten wir mal wahrnehmen und Trump sollte sich vielleicht mit Putin treffen, soll ich da was machen? Und Trump hätte da angeblich sehr aufmerksam zugehört und nur der jetzige Justizsenator, wie heißt er jetzt mal? Sessions. Jeff Sessions. Jeff Sessions hätte in der Kampagne gesagt, so nach dem Motto, Leute, lass das mal, damit wollen wir nichts zu tun haben. Also immerhin saß dieses kleine Licht mit Trump offensichtlich mindestens einmal in so einem Gremium, in so einer Besprechung und konnte sich da laut zu Wort melden. Das andere, was noch ganz interessant ist, an dem Tag, an dem Papadopoulos vom FBI befragt wurde zu seinen Russland-Kontakten, dem 27. Januar 2017, genau an diesem Tag saß Trump mit dem dann entlassenen FBI-Chef Comey im Weißen Haus und hat Comey gesagt, hey, ich brauche in diesen Russland-Sachen deine Loyalität. Kannst du mir das zusagen? Und Comey nur sagte, Sie können meine Ehrlichkeit haben, meine ehrliche, so. Mal, ne? Also das fällt sozusagen auf einen Tag und da steht natürlich die Frage, wusste Trump, dass Papadopoulos vom FBI befragt wird? Wusste Trump, was Papadopoulos ihm alles erzählen, was dem FBI alles erzählen kann und hat deswegen von Comey verlangt, ihm die Loyalität zu schwören? Also da sind viele Fragen offen, aber ich denke, nach dieser Woche kann man sagen, Müller treibt diese Ermittlungen extrem aggressiv voran, setzt alle Leute, die er kriegen kann, extrem unter Druck und setzt das Zeichen so nach dem Motto, Leute, ihr könnt mit uns kooperieren, kommt zu uns, redet mit uns, dann können wir vielleicht einen Deal machen. Wenn ihr nicht mit uns redet, dann werden wir euch an die Wand nageln. So. Mhm. Das ist die Botschaft. Ja. Das ist die Botschaft. Also das wird sicherlich nicht das Letzte sein, was wir da aus dieser Richtung haben. Nein, ganz sicher nicht. Und interessant ist auch, was man in letzter Zeit noch so im amerikanischen Diskurs eben hören kann über Müller und auch über seinen Mitarbeiter, der in dem Kontext eine relativ große Rolle spielt. Oder seine Mitarbeiter generell. Da gibt es eben einige, die zum Beispiel vorher Staatsanwälte in New York waren und die dort sich auch einen sehr, sehr guten Ruf erworben haben, zum Beispiel bei Anti-Mafia-Ermittlungen. Und also da wird man schon sagen müssen, der heißt Andrew Weissman übrigens, dieser Staatsanwalt aus dem Eastern District of New York, der eben sich wohl einen sehr, sehr guten Ruf erworben hat, jedenfalls bei vielen Leuten. Einige Strafverteidiger kritisieren ihn auch als arg verbissen. Da weiß man halt nie beim Staatsanwalt, ob das nicht vielleicht auch eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn Verteidiger ihn kritisieren. Na gut, auf jeden Fall dieser Andrew Weissman, wie gesagt, ein erfahrener Anti-Mafia-Ermittler, der ist jetzt eben auch dran, ja, am Fall Trump und Russland. Und das ist mit Sicherheit Bad News für den Donald. Ja, Bad News für den Donald gab es dann irgendwie auch noch aus einer anderen Richtung, nämlich alle waren etwas verwundert. Schöne Überleitung, Philipp. Schön, war gar nicht geplant. War auch interessant. Sein Twitter-Account war weg für 11 Minuten.
war, dieser Nutzer ist uns nicht bekannt, hat Twitter gesagt, als man The Real Donald Trump aufrufen wollte. Und erst hieß bei Twitter, ja, sorry, hat irgendwie aus Versehen, irgendwie war weg und sorry. Und dann sagt die New York Times, hätte Twitter dann doch gesagt, dass es anfangs unabsichtlich war, aber dann tatsächlich kam wohl raus, dass es doch absichtlich war. Nämlich ein Mitarbeiter hat am letzten Tag seiner Beschäftigung bei Twitter diesen Account für 11 Minuten mal deaktiviert. Und mal da, eben kurz. Da muss man sich dann schon fragen, wie kann das sein, dass ein Mitarbeiter am letzten Tag einfach den Twitter-Account des US-Präsidenten abschaltet? Meine, ja, also vor allem irgendein Mitarbeiter. Ich meine, es muss doch bei sowas, denkt man, vier Augen mindestens, ja. Oder? Also ja, oder jedenfalls bei, also vielleicht jetzt nicht bei irgendeinem random Spam-Account. Ja. Also mit irgendeinem Spam-Account mit 50 Followern, den kann vielleicht meinethalben auch der Customer Support-Mitarbeiter mal eben kurz abschalten. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber es muss doch eine Art Grenze geben, eine Relevanzgrenze, meinethalben 100.000 Follower oder auch 500.000, wo immer man diese Grenze ziehen will, wo man an solch einem Account nicht mehr ganz alleine dran rumklicken kann. Das kann doch irgendwie nicht wahr sein, oder? Da denke ich mal, weist dieser dieser Vorfall doch darauf hin, dass da bei Twitter mit den internen Sicherheitsrichtlinien einiges im Argen ist, würde ich mal sagen. Ja, mehr kann man dazu, glaube ich, aber im Moment auch nicht sagen. Also ich habe da nur noch mal ein Foto, das war auch in diesem New York Times Artikel, nur noch mal ein Foto gesehen von Trump in seinem Trump Tower mit seinem Smartphone. Und weiß ich jetzt nicht genau, wie alt dieses Foto war, aber es schien mir doch relativ neu zu sein. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die New York Times so einen Artikel mit einem uralten Foto bebildert. Aber da hat Trump halt tatsächlich irgendein altes Android-Phone. Ein Android-Knochen. Ja. Und ja, was auch nicht sein kann. Ja, darüber haben wir ja unter dem Stichwort IT-Sicherheit vor einigen Monaten auch schon mal gesprochen, ne? Dass Donald Trump eben dafür bekannt ist, von einem uralten Android-Handy aus zu twittern, das alle möglichen Sicherheitslücken aufweist. Ja, das ist ja bei Android ein Standardproblem. Wir haben das schon ausführlich auch in der Lage besprochen. Und insofern besonders bedenklich, wenn Donald Trump sowas einsetzt, weil es gerade auf Twitter ja vergleichsweise leicht wäre, ihm zum Beispiel ein bestimmtes Bild unterzuspielen, ein JPEG, das vielleicht irgendein Exploit ausnutzt, mit dem man dann aus der Ferne sein Handy hacken kann. Aber offensichtlich hat da noch niemand was gemacht. Genau, also das nur so auch mal als Anmerkung. Alle Artikel, über die wir hier sprechen, die findet ihr in den Shownotes. Das ist entweder auf der Webseite Küchenstudio/Lage der Nation zu der entsprechenden Folge oder ihr findet das auch in eurer Podcast-App. Wenn ihr da mal ein bisschen runterscrollt und auf Shownotizen oder sowas klickt, je nachdem, wie das da benannt ist, da findet ihr die Links zu allen Artikeln, die wir hier erwähnen. Kommen wir mal zum nächsten Thema, denn auch zum Inland. Zum Inland, ja. Genau, denn auch in Deutschland hatten wir diese Woche mit Terrorermittlungen zu tun, Ulf. Worum geht's? Ja, in der Tat. Und zwar haben Spezialkräfte der Polizei am Dienstag einen 19-jährigen Syrer verhaftet. Wenn ich richtig weiß, war das in Rostock, ne? In Schwerin, glaube ich, ne? In Schwerin, Schwerin, genau, Überschrift war ja auch Schwerin. Richtig, wusste Mecklenburg-Vorpommern war es, jedenfalls in Schwerin und der hört auf den Namen Yamen A. Und die offizielle Mitteilung war, dass mit diesem Zugriff ein Terroranschlag vereitelt worden sei. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft, also das ist die Behörde des Generalbundesanwalts in Karlsruhe, soll Yamen A. dringend verdächtig gewesen sein, einen islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und auch bereits konkret vorbereitet zu haben, hat er natürlich seine Wohnung durchsucht und hat da wohl Bauteile und Chemikalien für einen Sprengsatz gefunden. Er hat also sich bestimmte Chemikalien beschafft, nämlich Aceton, ja, besser bekannt als Nagellackentferner, das man mit bestimmten chemischen Reaktionen umsetzen kann in Triaceton-Triperoxid, kurz TATP. Und das ist ein Sprengstoff, der zum Beispiel auch schon bei den Anschlägen in Belgien auf den Flughafen in Brüssel verwendet wurde. Jedenfalls hieß es damals so in Medienberichten, weil der relativ leicht aus Materialien selber herzustellen ist, die man eben frei kaufen kann. Also ganz viele Vorstoffe oder Grundstoffe für Sprengstoffe unterliegen ihrerseits einer scharfen Kontrolle, aber das ist hier
bei Aceton eben nicht der Fall, weil man daraus eben Nagellackentferner machen kann und man braucht wohl Aceton, Wasserstoffperoxid und Schwefelsäure, das ist alles relativ leicht zu bekommen. Dann fand man auch noch 2 Funkgeräte, Batterien und Handyteile, was alles so ein bisschen so aussah, als wenn es in die Richtung ging, daraus einen Fernzünder zu bauen, und an einem der Funkgeräte, so habe ich es gelesen, soll auch schon manipuliert worden sein. Also man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass da irgendwelche Kabel raushingen. Kurz und gut, Yamen A., scheint in der Tat dringend verdächtig zu sein, aus diesen ganzen Bauteilen einen Sprengsatz bauen zu wollen. Ja, aber es gibt eben noch keine Anhaltspunkte. Das ist natürlich jetzt noch eine Frage, hat er allein gehandelt oder gibt es eine ganze Vereinigung, mit denen er da zu tun hat? Also bisher gibt es wohl keine Anhaltspunkte für die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Er ist, das kam dann auch relativ schnell raus, im Herbst 2015 als Flüchtling nach Deutschland eingereist. Er hat dann ein paar Monate später, im Februar 2016, in Mecklenburg-Vorpommern Asylantrag gestellt und im April 2016 dann eine befristete Aufenthaltserlaubnis und subsidiären Schutz bekommen, wie das halt für viele Syrer oder für viele Menschen aus Syrien üblich ist. Und die Annahme jetzt bisher ist, dass er sich erst in Deutschland tatsächlich radikalisiert hat. Wie und bei wem, das ist, glaube ich, soweit das öffentlich ist, noch unbekannt. Und dann war natürlich die Frage, mit welchen Methoden sind die Behörden dem eigentlich auf die Schliche gekommen, wenn er sich erst hier auch radikalisiert hat. Und da sagt die Bundesanwaltschaft wohl, der Verdächtige habe mit einem Mann gechattet, der sich wiederum selber Soldat des Kalifats genannt hat, sprich also IS-Kontakte hat oder ein IS-Sympathisant ist. Und Spiegel Online schreibt dann, offenbar fing ein ausländischer Geheimdienst diese heiklen Konversationen auf und informierte daraufhin das Bundesamt für den Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt, und gemeinsam mit dem FBI haben dann wohl diesen zweiten Chatnutzer eben als Yamen A identifiziert, und so sind sie ihm Stand heute laut Spiegel Online auf die Schliche gekommen. Da, so hast du es auch im Vorgespräch, ja, haben wir darüber gesprochen, ja, gab es denn jetzt wieder so Behördenversäumnisse wie in Sachen Breitscheidplatz? 1000 Behörden involviert, alle wussten Bescheid, alle hätten was machen können, aber die linke Hand wusste nicht, was die rechte tut, und deswegen ist es zum Anschlag gekommen. Darauf deutet Stand jetzt nichts hin. Es gibt allerdings eine Merkwürdigkeit insofern, als dass aktenkundig ist und bestätigt ist, dass Yamen A. im Rahmen seines Asylverfahrens nie befragt wurde. Also er wurde nie von einem Interviewer interviewt. Was willst du? Wo kommst du her? Warum fliehst du? Wie bist du drauf? Sondern er wurde im Rahmen des sogenannten Fragebogenverfahrens abgehandelt. Das war eine Zeit lang so um 2015 rum legal. Da sind zehntausende Syrer und Iraker und auch Eritreer so nach Deutschland gekommen, indem sie halt einfach einen Fragebogen ausgefüllt haben, der gelesen wurde und bearbeitet wurde. Da gab es dann aber zunehmend Kritik dran, und Ende 2015 wurde dieses Verfahren beendet und alle mussten wieder interviewt werden, die nach Deutschland kommen wollten, Asylantrag gestellt haben, als Flüchtlinge hier registriert werden wollten. Der Punkt war nur, eigentlich hätte Yamen A. auch befragt werden müssen, weil zum Zeitpunkt seiner Einreise dieses Fragebogenverfahren nicht mehr rechtsmäßig war und das BAMF, das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Genau, sagt, stimmt, wir haben ihn nie befragt, stimmt, er hätte befragt werden müssen, aber Anfang 2016 sei es eine Übergangsphase gewesen, sprich, der Antrag an Yamen A. sei schon verschickt gewesen und deswegen hätte er ihn einfach nur beantworten müssen, ohne befragt zu werden. So, da ist jetzt, was hätte in dieser Befragung rauskommen können, ja, wenn die Annahme ist, er hat sich erst radikalisiert, aber mein Gott, vielleicht wäre doch was rausgekommen, sprich, aber ganz streng genommen hätte er nämlich befragt werden müssen. Er hätte befragt, genau, aber die Frage ist halt einfach, ist das jetzt tatsächlich ursächlich geworden dafür, dass er sich radikalisieren konnte? Klar, also du hast wahrscheinlich recht, Philipp, formal dürfte es sich wohl um einen Behördenfehler handeln, aber es ist zumindest mehr als unklar, ob es da irgendeinen ursächlichen Zusammenhang zu dieser Radikalisierung gab, ne? Denn wenn die tatsächlich erst in Deutschland stattfand, dann wäre im Zweifel seine Anhörung längst vorher gewesen, möglicherweise jedenfalls. Insofern, da kann man jetzt nicht ohne
ohne weiteres sagen, weil das BAMF da einen formellen Fehler gemacht hat, konnte Yamin A. tatsächlich sich so weit radikalisieren oder konnte er so weit mit seinen Anschlagsplänen vordringen. Ja, da muss man jedenfalls sehr vorsichtig sein, denke ich, mit der Kritik. Ich finde, es ist in gewisser Hinsicht auch ein gutes Zeichen, dass hier die Zusammenarbeit der Behörden offensichtlich mal ganz gut geklappt hat. Es ist, wie gesagt, immer noch ein Problem, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich überhaupt damit beschäftigt, weil es eigentlich eben um Ermittlungen geht, die besser die Bundesanwaltschaft führen sollte, gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt. Ich habe vor einigen Wochen Gelegenheit gehabt, mich mal mit einem Bundesanwalt auszutauschen, der auch ehrlich gesagt wie ein Rohrspatz geschimpft hat darauf, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich da überall reinmischt und sie nicht einfach schön ihre Arbeit machen lässt. Also diese These, die wir in der Lage seit ewigen Zeiten, spätestens seit Breitscheidplatz vertreten, dass also diese Kompetenzaufspaltung zwischen Strafermittlungen einerseits, BKA, Generalbundesanwalt, und andererseits den Verfassungsschutzbehörden, dass die nicht zielführend ist, die hat da auch ein Insider mir persönlich bestätigt. Aber in diesem Fall scheint es Gott sei Dank geklappt zu haben, denn es gibt ja inzwischen auch so organisierte Strukturen, wie die verschiedenen Behördenstrukturen Informationen austauschen. Also Stichwort das gemeinsame Terrorabwehrzentrum in Berlin, wo eben Vertreter sowohl vom BfV als auch von der Generalbundesanwaltschaft am Tisch sitzen und dann eben Informationen austauschen. Aber warum, nochmal vielleicht kurz zusammengefasst, warum will man das nicht? Warum sagst du, soll das alles die Polizei letztlich machen? Ist das eher so eine staatsrechtliche Überlegung, dass diese Ermittlungen in Händen der Polizei sein soll, die anders kontrolliert wird, die andere den anderen Regeln unterworfen ist? Oder ist das auch eine Effizienzfrage einfach? Beides. Das ist eine Effizienzfrage, weil hier hat es mal geklappt. Hier hat das BfV offensichtlich die Informationen jedenfalls weit genug weitergegeben und früh genug weitergegeben. Aber im Fall Anis Amri hat das eben überhaupt nicht geklappt. Wobei man da sagen muss, da war auch noch die Bundes- und die Landesebene involviert. Das heißt, da hatte man dann vier Behörden, Verfassungsschutz auf Bundes- und Landesebene und Strafverfolgung auf Bundes- und Landesebene. Das macht es natürlich noch mal komplizierter. Aber es ist ein Effizienzproblem und es ist natürlich auch ein bürgerrechtliches Problem, einfach weil Verfassungsschutzbehörden ohne jede richterliche Kontrolle agieren. Das heißt also, wenn die Bundesanwaltschaft zum Beispiel eine Observation durchführen möchte, dann kann sie das eine Weile auch alleine, aber beantragt das im Prinzip beim Richter. Außerdem ist ja die Bundesanwaltschaft de facto eine Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft auf Bundesebene. Das heißt, da hat das BKA als Polizeibehörde, man hat die Staatsanwaltschaft GBA und man hat dann außerdem noch typischerweise den Bundesgerichtshof den Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs, der da mal eine justizielle Kontrolle ausübt. Das heißt, man hat zum einen extrem professionelles Arbeiten, weil das einfach hochqualifizierte Leute sind, die da arbeiten. Und man hat dann klassische Gewaltenteilung zwischen der Arbeit der Exekutive und der Justiz. Und alle diese Sicherheitsmechanismen fallen weg. Niemand weiß, ob die Leute beim Verfassungsschutz wissen, was sie tun, und vor allem guckt ihnen niemand auf die Finger. Die machen im Prinzip, was sie wollen, und wenn irgendwas schief geht, jetzt mal etwas polemisch formuliert, schreddern sie die Akten. Das heißt also, aus bürgerrechtlicher Sicht, aus staatsrechtlicher Sicht muss man einfach sagen, jede Ermittlung ist richtig, wenn sie bei den Strafverfolgungsbehörden geführt wird, weil dann kontrolliert wird, dass das Ganze jedenfalls leidlich rechtsstaatlich abläuft. Man muss natürlich dazu sagen, das ist ein Argument, das dafür spricht, jetzt nicht sämtliche Verfassungsschutzbehörden oder generell alle Geheimdienste direkt abzuschaffen. Das ist eben die internationale Kooperation. Ausländische Geheimdienste arbeiten eben typischerweise lieber mit deutschen Geheimdiensten zusammen, wenn es um Informationsaustausch geht, weil sie dann davon ausgehen, dass ihre Quellen besser geschützt werden. Also wenn jetzt zum Beispiel das irgendein amerikanischer Geheimdienst, mal gesetzt den Fall, da kamen die Infos her, weiß ich nicht, wenn der Informationen nach Deutschland spielen will und gibt die direkt an den Generalbundesanwalt, dann werden die im Prinzip Aktenbestandteile. Das heißt, schlimmstenfalls könnte auch irgendein Verteidiger da mal Akteneinsicht nehmen und möglicherweise dadurch Quellen enttarnen. Jetzt mal den Worst Case skizziert. Und deswegen geben die Informationen lieber an einen Geheimdienst, wo es eben keine Kontrolle gibt, wo also der Quellenschutz besser gewährleistet werden kann. Aber dazu würde es ja auch reichen, wenn es einen Geheimdienst auf Bundesebene gibt, zum Beispiel den BND, der dann eben solche Auslandskontakte führt, jedenfalls die Verfassungsschutzbehörden, BfV und die Landesämter braucht man dazu nicht. Und dann, meines Erachtens BND, klar, schon alleine, weil das so eine Art auswärtiger Dienst der deutschen Behörden dann ist im Geheimdienstbereich, aber die Landesämter und das Bundesamt aus meiner Sicht nicht erforderlich, jedenfalls nicht im Bereich Terrorabwehr. Ich meine, eine Frage, die sich ja auch immer noch stellt, ist, wir haben ja jetzt die ganzen letzten Jahre so viel über Überwachungsmaßnahmen und Bürgerrechte und Überwachung des Internets gesprochen, und eine zentrale Frage war dabei immer,
Wenn ihr das denn schon tut, wo sind denn die Erfolgsmeldungen? Warum, wo hat das jemals einen Terroranschlag verhindert? Diese quasi globale und omnipräsente Überwachung der kompletten Menschheit. Und damals fehlten häufig Beispiele oder es gab sehr, 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 sehr wenige. Und jetzt fragt man sich natürlich bei solchen Events, wenn dann die Meldung kommt, irgendwo so zwischen den Zeilen in ein, zwei Absätzen, ja, übrigens, den Chat hat ein ausländischer Geheimdienst mitgelesen. Da fragt man sich natürlich immer, ist das wirklich so? Oder streuen die das jetzt, um solche Maßnahmen zu legitimieren? Richtig überprüfen kann man das ja nicht, ne? Richtig überprüfen kann man das nicht. Aus der technischen Perspektive muss man sagen, wenn es sich um einen verschlüsselten Chat gehandelt hätte, dann wäre jedenfalls das Mitschneiden des Internetverkehrs nicht so wahnsinnig hilfreich, ne? Weil da ja jeder der Kommunikationspartner erstmal nur eine Verbindung zum Chat-Server herstellt. Also nehmen wir das Beispiel WhatsApp. Ja, wenn also hier unser Attentäter in Schwerin und sein Führungskalifatenkrieger in Syrien, wenn die jeweils WhatsApp genutzt hätten beispielsweise, dann hätten die jeweils eine Internetverbindung verschlüsselt aufgebaut zum Server von WhatsApp und dort erst wäre quasi die Verbindung hergestellt worden. Das heißt also mit dem Mitschneiden des Internetverkehrs als solchem hätte man immer nur feststellen können, jeder von denen nutzt WhatsApp, aber nicht mit wem er kommuniziert. An der Quelle sitzt im Grunde nur WhatsApp, aber da wissen wir unter dem sogenannten PRISM-Programm der NSA, können amerikanische Stellen unter anderem WhatsApp verpflichten, an die Behörden rauszurücken, wer mit wem kommuniziert. Das heißt also, es ist nicht unplausibel, dass zum Beispiel die NSA über dieses PRISM-Programm von WhatsApp weiß, wer chattet mit wem. Und wenn jetzt zum Beispiel der jetzt, wie gesagt, wir wissen nicht, ob es ein Syrer definitiv war, aber wenn wir davon ausgehen, dieser sogenannte Soldat des Kalifats saß in Syrien und war vielleicht schon unter der Überwachung der NSA, dann liegt es ja nicht fern, dass die wiederum geguckt haben, mit wem chattet der denn so. Und dann gab es möglicherweise einen intensiven Chatverkehr mit einem anderen WhatsApp-Account. Ja, bei WhatsApp gibt man ja seine Handynummer an. Das wird also eine deutsche Handynummer gewesen sein. Und dann liegt es wiederum nicht fern, dass die NSA diese Handynummer an deutsche Stellen weitergegeben hat, nach dem Motto, hey, diese Nummer chattet hier ständig mit einem Soldaten des Kalifats. Schaut euch den Jungen doch mal genauer an. Aber WhatsApp sagt doch, wir verschlüsseln Ende zu Ende. Das heißt, auch auf deren WhatsApp-Servern wäre demnach die Inhalte dieses Chats nicht aufgeschlagen. Aber du sagst, wer mit wem schlägt auch bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf dem WhatsApp-Server auf. Ja. Genau, wer mit wem schlägt auf? Das heißt, du hast diese typischen Metadaten, du hast nicht die Inhaltsdaten, das sind die verschlüsselten Inhalte der einzelnen Nachrichten, die kannst du nicht lesen, auch als NSA nicht, Klammer auf, es sei denn, die haben die Verschlüsselung geknackt, Klammer zu, aber was du immer sehen kannst als Betreiber eines solchen Servers, das gilt auch zum Beispiel für Signal, ist, wer eigentlich mit wem chattet, weil man sonst die Nachrichten ja gar nicht zustellen könnte, ne? Das heißt also, das weiß WhatsApp und wie gesagt, PRISM verpflichtet oder möglicherweise gibt es inzwischen geheime Nachfolgeprogramme. Also PRISM ist immer das Stichwort, das in den Snowden-Dokumenten auftaucht für dieses Abgreifen von Daten von amerikanischen Servern. Möglicherweise gibt es längst ein Nachfolgeprogramm. Aber ich verwende jetzt einfach mal PRISM mit dieser kleinen Fußnote. Also PRISM verpflichtet zum Beispiel WhatsApp, solche Informationen an amerikanische Stellen rauszugeben. Und insofern ist es vergleichsweise einfach, sich vorzustellen, wie dieses Abfangen passiert ist. Natürlich könnte man auch das umgehen. Ja, also niemand würde zum Beispiel den IS daran hindern, Signal zu verwenden. Das ist ja eine Open-Source-Variante, wo man auch einen eigenen Server aufstellen kann. Und dann wird es endgültig richtig schwierig. Ne? Wenn man also einen eigenen Server verwendet, dann fällt sogar das Mitlesen der Metadaten weg. Aber wollen wir hoffen, dass die auf diesen Gedanken so schnell nicht kommen. Die innere Sicherheit spielt auch bei den Sondierungsgesprächen, ich betone Sondierungsgesprächen, zwischen den vier Parteien eine Rolle, die sich anschicken, eine Jamaika-Koalition zu bilden. Diese Woche auf Bundesebene, auf Bundesebene, ne? Das ist da. Genau, ganz genau. Richtig. Es gibt ja Parallelverhandlungen in Niedersachsen, deswegen sagen wir das ganz deutlich. Die Bundesebene? Es geht um den Bund, ja. Genau, und da treffen sich heute, Freitag, 50 Vertreter aller dieser vier Parteien, CDU, CSU, Grüne, FDP, um mal eine Halbzeitbilanz dieser Sondierungsgespräche zu ziehen. Man fragt sich, ob Merkel sich da jetzt auch mal zu Wort meldet. Die hat sich ja in den vergangenen, glaube ich, zwei Wochen überhaupt oder nicht, zumindest nicht wahrnehmbar zu irgendwelchen Inhalten geäußert. Diese Halbzeitkonferenz ist aber Gelegenheit für uns nochmal ein bisschen auf die Inhalte zu gucken, die da verhandelt werden. Vorneweg war es natürlich charmant und interessant, dass die Jamaika-Koalition das Thema Legalized verhandelt hat. Also die Frage legaler Verkauf von Cannabis in Deutschland.
Ich habe da jetzt noch, also es geht ja immer um Paper, ne? Also diese ganzen Gruppen, die da verhandeln, die sollen ja immer ein Paper produzieren. Und wenn kein Paper produziert ist, dann gibt's da, ist das quasi ergebnislos verlaufen. Auf so einem Paper steht dann halt so ein paar Stichworte, worauf man sich so geeinigt hat, wohin die Reise so gehen könnte. Ich glaube, in Sachen Legalized hat es so ein Paper gegeben. Und da geht's so ein bisschen in die Richtung, FDP und Grüne sind, glaube ich, generell schon dafür, einen legalen Verkauf von Cannabis zu erlauben. Und der Rahmen, in dem sich das so bewegt, ist: Ja, wir verkaufen Cannabis an zertifizierten Verkaufsstellen, / Klammern, Klammer auf, Klammer zu, Apotheken, an 18, vielleicht sagt die FDP lieber 21-Jährige. So, das ist so ein bisschen der Rahmen. Die Union war jahrelang dagegen. Die Grünen hatten ja in der letzten Legislaturperiode auch schon mal ein Gesetz eingebracht, um den Verkauf zu legalisieren. Da war die Union strikt dagegen, das ist nicht durchgekommen. Und jetzt kann man so ein bisschen Äußerungen lesen von, sag mal, Unionsverhandlern aus der zweiten Reihe, so nach dem Motto, ja, an dem Thema werden wir wohl nicht vorbeikommen, wenn die großen Themen aus dem Weg geräumt sind. Ja, also innere Sicherheit, Finanzen etc., Flüchtlinge, Migration, Einwanderung. Dann werden wir an diesem Thema Legalized wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Und weiß ich nicht, was man so liest, jetzt über die Tage bei diesen Sondierungsgesprächen scheint es nicht völlig ausgeschlossen zu sein, dass wir in der nächsten Legislaturperiode so eine zumindest moderate Legalisierung des Verkaufs von Cannabis bekämen. Was ich persönlich super finde, ehrlich gesagt. Also, weil man, ganz wichtig ist der Jugendschutz, das ist ganz klar. Also Kiffen mit 14 ist definitiv überhaupt keine gute Idee, auch nicht einmal im Jahr. Und das muss irgendwie gewährleistet sein, dass Jugendliche da geschützt sind, eben so gut und schlecht, wie das mit Alkohol halt auch funktioniert. Und dass man das aus dieser Kriminalisierung rauskriegt. So, und deswegen finde ich, ist das ein guter Weg. Ja, das würde ich sofort unterschreiben, dass das ein sehr guter Weg ist, und vielleicht da noch mal ganz kurz so das Fenster etwas weiter aufmachen. Wie ist denn das eigentlich mit dem Strafrecht und wann macht denn das eigentlich Sinn? Ja, also man kann natürlich da so eine etwas naive Herangehensweise haben und sagen, wir stellen einfach alles unter Strafe, was wir irgendwie nicht gut finden. Ja, und dann kann man da, auf dieser Grundlage könnte man sagen, es wäre doch besser, wenn keiner kifft, deswegen stellen wir das unter Strafe. Aber das ist im Grunde Strafrechtsdenken, ich würde sagen, fast vorwissenschaftlich, auf fast vorwissenschaftlichem Niveau. Eigentlich muss man beim Strafrecht sich immer fragen, also zum einen, ist denn das tatsächlich Unrecht? Werden da dann tatsächlich irgendwelche Rechtsgüter verletzt? Und zum anderen, ist denn das eigentlich für irgendetwas gut, das unter Strafe zu stellen? Mit anderen Worten, kann man das zum Beispiel wirklich verhindern, dass Menschen kiffen, oder kann man in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür verankern, dass Kiffen aus irgendeinem Grunde falsch ist? Und da muss man ganz deutlich sagen, unter all diesen Perspektiven ist das Verbot des Konsums von Cannabis letztlich inzwischen zur Lachnummer verkommen. Ne? Selbst Polizeibeamte, die man danach fragt, fragen sich achselzuckend, warum sie denn das eigentlich noch durchsetzen sollen, weil es ja einfach niemand mehr einsieht. Also ich glaube, das sind inzwischen noch relativ kleine Kreise in der Gesellschaft, die das nicht tun. Also ich persönlich rauche ja nicht mal Tabak, insofern mich persönlich betrifft es jetzt nicht, aber so auch in meinem weitesten Umfeld, auch im Kollegenkreis, versteht ehrlich gesagt niemand mehr, warum denn jetzt eigentlich, einen einzigen Kollegen kenne ich, der mir gegenüber mal offen verteidigt hat, dass der Konsum von Cannabis strafbar ist, weil er sagte, er habe mal Leute gesehen, die sich, wie er sich ausdrückte, das Gehirn weggekifft haben. Ja, da muss man, das stimmt, da kenne ich auch zu den einen oder anderen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich kenne auch eine ganze Menge Leute, die sich mit Alkohol selber massive Schäden zugefügt haben. Ne? Und wenn man das mal so in Rede stellt oder in Rechnung stellt, da muss man sagen, gesellschaftlich ist es einfach längst akzeptiert, dass Menschen Cannabis konsumieren. Das heißt also, diese Signalwirkung, diese Appellfunktion des Strafrechts, die läuft völlig leer. Und insofern verbrennt das Verbot einfach nur ganz wertvolle Ressourcen, die wir in der Strafverfolgung ganz woanders gebrauchen können. Ja, also muss man ehrlich sagen, jedenfalls in Berlin ist die Polizei, denke ich mal, ich will nicht sagen völlig überfordert, aber jedenfalls deutlich an der Belastungsgrenze angekommen. Und warum man dann noch wertvolle Polizeistunden dafür verbrennt, irgendwelche Kleindealer zu fangen, das versteht, glaube ich, niemand mehr. Nee, genau, dazu kann ich auch was sagen. Also da hat es auch, ich habe ja auch mal ein Küchenradio gemacht über Neukölln, bin ich im Rollbergkiez rumgelaufen mit einer Polizeistreife, mit so einem Polizisten. Ach, das ist sehr gut. Ja. Und den habe ich auch, ja. Der ist natürlich da auch für Hasenheide zuständig, also einen zentralen Umschlagplatz für Cannabis in Berlin, und den habe ich das auch gefragt, und der sagt auch, also ganz ehrlich, legalized. So, also das macht alles keinen Sinn. So, ne? Also on the record, kann man nachhören, Link ist in den Shownotes. Genau, also das vielleicht zu diesem Thema. Dann gibt es noch innere Sicherheit, das ist natürlich ein Riesenpunkt, Ulf. Was wissen wir da?
Ja, da muss man ganz deutlich sagen, wenn das so weitergeht, dann wird das eine Jamaika-Koalition in tiefschwarz mit klitzekleinen gelben und grünen Fleck irgendwo links oben in der Ecke. Wenn man sich nämlich den Sondierungsstand in Bereichen Innen-, Sicherheit und Rechtsstaat anguckt, stand 30. Oktober, den die Grünen über ihren offiziellen Twitter-Account quasi geleakt haben oder verkündet haben, dann sind das 99% Unionsforderungen und alles, was Grüne und FDP möglicherweise für interessant halten könnten, findet sich unter, auf der To-Do-Liste. Also festgehalten ist natürlich der Allgemeinplatz, Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Demokratie und Rechtsstaat stärken. Ja, da wer würde da widersprechen? Und eine neue und eine bestmögliche Sicherheit für unser Land und bürgerliche Freiheitsrechte. Ja, das soll die Balance sein. Bestmögliche Sicherheit und bürgerliche Freiheitsrechte, aber ohne irgendein Adjektiv. Das muss man sich mal vorstellen. Bestmögliche Sicherheit soll gewährleistet sein und bürgerliche Freiheitsrechte nicht etwa bestmöglich oder unangetastet lassen und einfach nur irgendwie in eine Balance bringen. Das macht mehr als deutlich, wie da die Prioritäten sind. Hat mich schon so ein bisschen zusammenzucken lassen. Und man muss dazu wissen, in diesen Verhandlungen wird um jedes Wort gefeilscht. Das ist nicht einfach, das ist kein Zufall. Das ist nicht einfach so, ja, schreiben wir mal rein, bestmögliche, sondern der Grund, warum diese Sondierungsgespräche so zäh sind und es eben in manchen Bereichen überhaupt keinen Fortschritt gibt, sind eben genau solche Formulierungen. Ja, da geht es wirklich um eigentlich die banalsten Intro-Sätze, wo man sagen würde, ja, na klar sind wir alle dafür. Nein, da wird um jedes Adverb, und jedes Adjektiv, da wird alles gefeilscht. Und deswegen, wenn da sowas drinsteht, dann wurde darüber lange debattiert und das ist kein Zufall. Ja, das muss man so deutlich sagen. Und es gibt auch eine ganze Reihe weiterer Punkte. Einsatz von Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten und soll angeordnet werden. Und so. Das ist, man kann da über diese Punkte jeweils streiten, aber jedenfalls so wie es bislang in diesem Papier steht, sind es eins zu eins die Forderungen der Union. Auf der anderen Seite steht dann auf eine Seite quasi das, was schon soweit vereinbart ist. Das war das, was ich gerade auszugsweise zitiert habe. Und da gibt es eine zweite Seite und da steht die To-Do-Liste, also worüber man noch sprechen möchte. Da steht dann sowas, die Frage der Speicherung von Daten. Ja, das soll offensichtlich die Vorratsdatenspeicherung bedeuten. Die Frage Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Und das heißt die Frage eines Whistleblower-Gesetzes. Das heißt also, da steht noch so ein bisschen die Wunschliste von Grünen und teilweise auch von der FDP drin. Aber in diesem Bereich ist einfach noch gar nichts vereinbart worden. Unter den Vereinbarungen auf Seite 1 finde ich persönlich kein Wort, wo ich sagen würde, das ist jetzt grün oder das ist jetzt liberal geprägt, sondern das ist 1:1 Union und alles, was die beiden kleineren Partner sich vielleicht wünschen, findet sich auf der To-Do-Liste. Da muss man sagen, jedenfalls nach bisherigem Stand scheint die Union im Bereich innere Sicherheit da ein geradezu überwältigendes Gewicht auszuüben. Ja. Tweet verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ein anderes Thema, was ich noch ganz interessant fand, war zum Thema Finanzen und Soli, sprich Solidaritätszuschlag, wurde auch drüber geredet und das fand ich dann doch auf mehreren Ebenen interessant. Zum einen erstmal der Soli, also Solidaritätszuschlag, wird ja quasi auf die Einkommens-, Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer erhoben. Also Einkommensteuer ist klar, Kapitalertrag ist halt die Steuer auf alles, was man mit so Kapitalerträgen erwirtschaftet und die Körperschaftssteuer ist so eine Art Einkommensteuer für Unternehmen. Und da müssen halt alle in Ost und in West 5,5% zahlen. Das sind im Jahr 20 Milliarden Euro immerhin. Also das ist ein richtig amtlicher Batzen. Ich glaube 7%. Kann das sein, 7%? Ja, 7% des Bundeshaushalts irgendwie. Also das ist schon recht ordentlich. Und die FDP ist halt da reingegangen in die Verhandlungen so nach dem Motto, der Soli muss weg, das ist alles viel zu hohe Belastung. Wenn der Soli bleibt, gibt es mit uns keine Koalition. Ein bisschen zugespitzt, aber das ist schon so eine Kernforderung der FDP. Die Grünen sagen im Prinzip, wir können ihn nicht abschaffen, das ist nicht zu finanzieren. 20 Milliarden von heute auf morgen einfach weg aus dem Haushalt. Wie soll das gehen? Und die Union, die robbt sich da um so einen Kompromiss rum. Die sagt also, ja, wir könnten, sagen wir mal, bei 30 oder bei 50.000 Euro brutto, darunter könnten wir den Soli streichen, darüber müsste weiter bezahlt werden. Das würde dann dazu führen, dass so 50-80% aller Steuerzahler vom Soli befreit werden. Der Staatshaushalt würde gleichzeitig aber kaum leiden, weil eben die Spitzenverdiener das meiste zahlen. Ne? Also wenn du über 50.000 verdienst und einen Soli zahlen musst, dann betrifft das zwar weniger Steuerzahler,
Steuerzahler, aber in der Summe kommen halt viel Steuern rein, weil die oberen, die Gutverdiener da das meiste zahlen. Also das ist so ein bisschen eine Diskussion, um die das geht. Was ich aber auch interessant fand, war, wie dieser Soli eigentlich zustande kam. Ich hatte den immer völlig selbstverständlich und unhinterfragt als Beitrag aller Steuerzahler zum Aufbau Ost verbucht. Also mir war ich dachte immer so, ja, da kam halt die Wende, die Mauer fiel und Infrastruktur im Osten im Arsch, Autobahn, Straßen, Telefonnetze, Internet, alles kaputt und das muss halt aufgebaut werden und deswegen zahlen wir alle 5,5% auf unsere Einkommensteuer, um das da irgendwie, sagen wir, auf ein gleiches Niveau wie im Westen zu heben. Tatsache, totaler Quark. Dieser Soli, der wurde erhoben für den Irakkrieg. Wusstest du das? Nee, war mir auch nicht klar, ehrlich gesagt, vorher. Also da gab es quasi aufgrund des Zweiten Golfkriegs, wurde dieser Zuschlag beschlossen, weil der Staat mehr Geld brauchte, um solidarisch handeln zu können, wie es heißt. Also da hat ja Deutschland sich aus dem Krieg rausgehalten, aber finanziert haben sie ihn schon, eben mit diesem Soli. Und erst später wurde der so ein bisschen umgemünzt zu so einer Aufbau-Osthilfe. Also diese Mittel sind ja im Haushalt nicht zweckgebunden. Ja, also wenn der Krieg vorbei ist, heißt es nicht, wird abgeschafft, weil wir können den Krieg nicht mehr finanzieren und die Mittel sind zweckgebunden, sondern sie sind einfach im Haushalt drin und können für irgendwas eingesetzt werden. Und natürlich wurden sie Milliarden auch eingesetzt, um diese Aufbau-Ost 1 und 2 voranzubringen. Aber es war auf keinen Fall die Geburtsstunde für den Soli. Und der war dann ja auch mal weg, dann wurde er wieder abgeschafft. Also das ist jetzt so gerade ein bisschen die Debatte. Und ich würde ja dazu tendieren zu sagen, Leute, schafft den nicht ab. Also Schäuble wollte den ja auch mal so in die Einkommensteuer integrieren. Ich finde, es gibt so viel zu tun, so viel zu finanzieren in diesem Land. Ja, von Schule, Bildung, digitale Infrastruktur. Wir haben den demografischen Wandel vor der Tür, wo alle Leute älter werden und, weißt du, immer weniger arbeiten können. Und wer ist das eigentlich mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen? Pipapo. Also es gibt so viele Sachen, die finanziert werden müssen. Und meine, leiden wir jetzt alle so wahnsinnig darunter unter diesem Soli? Ist das so schlimm? Nein, ich denke nicht. Es ist so, dass der Soli einfach inzwischen zu einer Art Symbol geworden ist. Die FDP hat sich ja traditionell auch als Steuersenkungspartei verstanden, die staatliche Aufgaben in der Tendenz eher zurückfahren will. Ja, das ist so dieser klassische Wirtschaftsliberalismus, zu sagen, der Staat soll möglichst wenig Geld einnehmen und möglichst wenig Geld ausgeben. Und deswegen hat sie sich so ein bisschen in diesen Soli verbissen. Und wir haben ja schon verschiedentlich darüber gesprochen, ob das denn tatsächlich jetzt so dringend ist, dass Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Ich persönlich kann diese Notwendigkeit nicht erkennen, aber sie ist für die FDP eben politisch wichtig. Und das macht zugleich auch deutlich, glaube ich, wie eine Lösung aussehen könnte, nämlich, dass man tatsächlich jetzt einen Weg findet, dass der Soli in bestimmten jährlichen Schritten langsam auf Null zurückgefahren wird. Dann kann die FDP das Ende des Soli sich auf die Fahnen schreiben. Und man hat dann ja die Möglichkeit, tatsächlich das gegen zu finanzieren, indem man zum Beispiel an anderer Stelle an der Steuerschraube dreht. Es ist ja auch eine quasi Reform des Einkommensteuertarifs seit langem in der Diskussion. Wir haben das vor der Bundestagswahl ausführlich diskutiert. Da gab es oder gibt es Konzepte eigentlich von allen größeren Parteien, wie man denn die Einkommensteuer reformieren könnte. Und ich glaube, da könnte man sogar unterm Strich aufkommensneutral den Soli auslaufen lassen und trotzdem die Kassen des Bundes und der Länder nicht nennenswert belasten, dadurch, dass der Soli dann tatsächlich wegfällt. Und das könnte eine Möglichkeit sein, wie letztlich alle glücklich sind. Ne, dann gibt es zwar keinen Soli mehr, aber es wird trotzdem dasselbe Geld eingenommen. So, aber das führt so ein bisschen zu dieser generellen Frage, was bei diesen Sondierungsverhandlungen, aber bei diesen Koalitionsverhandlungen, bei dieser Koalition insgesamt rauskommen kann. Das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen. Wird das dann so ein Bündel lauwarmer Kompromisse? Weißt du, wenn vier Köche da drin rumrühren und jeder macht so ein bisschen, kann da noch was entstehen, was irgendwie das Gefühl vermittelt, Politik aus einem Guss zu planen? Na du, da haben wir ja, glaube ich, in der letzten Woche eine ganz interessante Sicht der Dinge präsentiert, würde ich in der Rückschau sagen, nämlich, dass es zum einen das Risiko gibt, dass auf jedem Politikfeld immer der kleinste gemeinsame Nenner gefunden wird, dann ist da sicherlich keine Vision mehr erkennbar, sondern dann droht auch Frust, muss man deutlich sagen, für Wählerinnen und Wähler aller Parteien, weil sie sich im Grunde alle nur noch so halb wiedererkennen. Ich denke, die bessere Alternative wäre, dass man sektorspezifisch die Ansätze einzelner Parteien in den Vordergrund stellt, also zum Beispiel grüne Konzepte im Bereich
Bereich Umbau der Energieversorgung wäre aus meiner Sicht jedenfalls eine gute Idee. Und dafür kann man ja möglicherweise dann das ein oder andere FDP-Konzept im Bereich Steuern umsetzen, eben Stichwort Soli auslaufen lassen. Und ich keine Ahnung, auf welchem Gebiet man dann der Union noch was Gutes tun kann. Sodass also quasi nicht auf jedem einzelnen Politikfeld jeweils irgendwie ein Deal gefunden werden muss, sondern sodass quasi die Gesamtbetrachtung stimmt. Denn dann könnte letztlich jede Partei sagen, okay, wir haben das erreicht, wir haben das erreicht, wir haben das erreicht. Und zwar auch so, dass jeweils Profil der beteiligten Parteien jedenfalls sektorspezifisch erkennbar wäre. Und dann wiederum hätte man auch demokratisch den großen Vorteil, dass für die Wählerinnen und Wähler hinterher klare Konzepte auch tatsächlich umgesetzt worden wären. Dann könnte man sagen, okay, das ist grüne Umweltpolitik, finde ich gut oder finde ich doof. Oder das ist meinetwegen CDU-Wirtschaftsförderung, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Fände ich persönlich jedenfalls demokratisch und auch praktisch politisch deutlich besser, als wenn auf allen Politikfeldern jeweils immer nur rumgerührt wurde. Denn dann wäre in der Tat wahrscheinlich kein Profil mehr erkennbar. Und ich glaube, das ist auch letztlich der Grund, warum Merkel sich nicht zu Wort meldet. Da wird ja viel dran rumkritisiert und wird gefragt, warum meldet die sich nicht zu Wort, warum sagt die nichts, warum melden sich immer nur irgendwelche Hinterbänkler, Menschen aus der zweiten Reihe zu Wort. Ich glaube, Merkel, die wartet einfach ab. Die guckt, beobachtet, wohin fährt der Zug, um dann am Ende wirklich in den Koalitionsverhandlungen, wenn es genau um solche Themen geht, ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen und da sozusagen diese Kompromisse dann durchzudrücken. Ich glaube, jetzt würde die sich nur aufreiben, wenn die sich in dieser Phase schon einmischen würde. Keine Ahnung. Also ich kann das, mich überrascht das zumindest nicht, dass sie das nicht tut. Ich finde das sogar ganz klug, ehrlich gesagt, dass man, dass sie halt einfach mal schaut, wie quasi meandert sich das alles irgendwie oder wie mendelt sich das alles aus, wo finden wir Wege und wo knackt es dann wirklich und dann kann sie ihr politisches Gewicht an den Knackpunkten letztlich einsetzen. Und glaubt man nicht, dass Merkel am Ende nicht was durchdrücken könnte, was in diesen ganzen Sondierungsgesprächen meinetwegen entweder gar nicht vorkam oder abgelehnt wurde? Also, weißt du, es ist ja nichts. Wenn sie das wirklich will, ja klar. Wenn sie das wirklich will, ja, dann sagt die, ihr habt da zwar in den Sondierungsgesprächen drüber geredet und das zu den Akten gelegt, aber ganz ehrlich, ich bin die Kanzlerin und so machen wir das jetzt. Und wenn das am letzten Tag vor der Unterschrift des Koalitionsvertrags kommt, ja, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass das durchkommt. Also deswegen glaube ich. Das ist vielleicht sogar besonders geschickt. So. Ehrlich gesagt, kann das doch sogar richtig geschickt sein, die Dinge erstmal laufen zu lassen. Und wenn im Grunde alle sich weitgehend einig sind, alle halbwegs stolz sind auf das Erreichte und alle nur noch unterschreiben wollen, dann zu sagen, so Kinders, aber ich bin hier die Chefin und ich möchte, dass das auf jeden Fall drinsteht, das ist im Zweifel strategisch viel geschickter als jetzt schon, wo man dann immer das Risiko eingeht, dass es wieder irgendwie zerredet wird. Wir müssen nochmal nach Katalonien blicken, beziehungsweise in diesem Zusammenhang auch nach Belgien. Das ist ja doch eine etwas, nochmal mal überraschend bizarre Entwicklung, die wir da beobachten können, nämlich der große Anführer der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien, Herr Puigdemont, hat sich abgesetzt nach Belgien. Schau mal einer an. Ja, er will kann man aber gut nachvollziehen, wenn man ehrlich ist, ne? Denn die Zentralregierung in Madrid verhält sich jedenfalls aus meiner Sicht sehr ungeschickt, indem sie den Konflikt zwischen Zentralstaat und Katalonien weiter eskaliert. Sie hat nämlich inzwischen Haftbefehle beantragt gegen Herrn Puigdemont und auch, soweit ich das verstanden habe, weitere Mitglieder seines Kabinetts und zieht damit quasi die Daumenschrauben weiter an. Das sieht mir persönlich jetzt nicht nach Deeskalation aus und es zwingt natürlich Herrn Puigdemont letztlich außerhalb des Landes, ne? Genau, und er wurde auch von einem spanischen Gericht vorgeladen, ist nicht aufgetaucht und hat das sozusagen ignoriert und deshalb droht ihm jetzt wohl auch ein europaweiter Haftbefehl. Was würde das denn bedeuten? Ja, das ist natürlich ein großes Problem, wenn tatsächlich die spanische Justiz einen europäischen Haftbefehl beantragen würde, dann müssten grundsätzlich auch belgische Behörden ihn zunächst mal festsetzen. Es gibt dann zwar immer noch eine nationale Entscheidung darüber, ob derjenige tatsächlich ausgeliefert wird, die hat aber nur noch einen sehr beschränkten Entscheidungsumfang. Das ist gerade der Sinn und Zweck eines europäischen Haftbefehls, die grundsätzliche Anerkennung der justiziellen Entscheidungen aus den anderen Mitgliedstaaten. Und ich meine, das bringt natürlich ein belgisches Gericht in eine extrem ungünstige Situation, wenn es allen Ernstes darüber entscheiden muss, ob es ausnahmsweise einem spanischen europäischen Haftbefehl keine Folge leistet, zum Beispiel wegen Verstoß gegen elementare Demokratieprinzipien. Ne? Das wäre, dass, wenn sie zum Beispiel sagen würde, es handelt sich um letztlich um politische Verfolgung. Ja, das wäre ja im Extremfall denkbar, das so zu interpretieren. Und das wiederum wäre für die spanisch-belgischen Beziehungen sicherlich blankes Gift. Insofern alles eine sehr unschöne Situation und deswegen ja meine Eingangsthese,
extrem ungeschickte Reaktion der spanischen Zentralregierung. Ich meine, sie haben ja im Prinzip gewonnen, ja, dieses Unabhängigkeitsvotum des Regionalparlaments steht auf dem Papier, ist aber doch letztlich folgenlos geblieben. Die Zentralregierung hat Katalonien weitgehend gleichgeschaltet und insofern könnte man doch jetzt spätestens auf Deeskalation umschalten, aber das scheint einfach nicht der Stil zu sein der Herren in Madrid und deswegen wird da weiter mit harter Hand durchgegriffen. Ja, ich weiß nicht, ob gleichgeschaltet so das richtige Wort in dem Zusammenhang ist. Also sie haben halt die, weil das immer so ein bisschen, ich finde, weiß nicht, kommt das aus der NS-Zeit, ist das damals entsprungen, dieses Wort? So Gleichschaltung sozusagen, dass die Nazis alle auf Spur gebracht haben. Da wird es jedenfalls verwendet. Das war jetzt natürlich nicht die gewollte Konnotation. Ich wollte damit ausdrücken, dass jedenfalls die Behörden in Katalonien alle von Madrid quasi regiert werden. Ja, genau. Also so und genau, also mein Eindruck ist auch, also es hat ja jetzt auch keinen Massenvolksaufstand schon gar nicht gewaltsam in Katalonien gegeben, sondern die Leute, glaube ich, ja, gehen auf die Straße, demonstrieren, aber weitgehend friedlich und es wird Neuwahlen geben am 21. Dezember und dann wird man mal sehen, was dabei rauskommt. Aber also der Schaden scheint mir eher so langfristig zu sein, dass ich glaube, große Teile in Katalonien weiter entfremdet wurden vom Nationalstaat, auch wenn jetzt Katalonien Teil von Spanien bleibt, auch wenn es Neuwahlen gibt, auch wenn es erstmal keine Abgrenzung und keine Abspaltung gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so innerspanisch, sagen wir mal, die Gräben nicht gerade gekittet hat und dass die Regierung das auch nicht kittet mit ihrem Vorgehen. Wir haben letzte Woche so ein bisschen spontan und aus der Hüfte über MeToo gesprochen. Also diese Bewegung weltweit, kann man eigentlich sagen, dass Frauen, vor allen Dingen Frauen auf Twitter unter dem Hashtag MeToo von sexuellen Übergriffen und Belästigungen berichten. Da ist ja diese Woche dann auch der britische Verteidigungsminister zurückgetreten, weil er vor Jahren mit einer BBC-Journalistin mal die Hand aufs Knie gelegt hat oder mehrmals die Hand aufs Knie gelegt hat. Also das zieht doch erhebliche Kreise. Und da kommt also jede Menge ans Licht. Kevin Spacey, hat er sich in diesem Zusammenhang geoutet? Da weiß ich gerade nicht, wie es rausgekommen ist, aber das war diese Woche auch so, dass er wohl mal einem Minderjährigen einen anzüglichen, sexuell bezogenen Antrag oder Anfrage gemacht hat. Deswegen wurden jetzt die Dreharbeiten für House of Cards auf Eis gelegt. Also das schlägt doch erhebliche Wellen und nicht nur weltweit, sondern auch bei uns in den Kommentarspalten. Also da ging es ja dann diese Woche doch erheblich ab. Ulf, was war da los? Was war da los? Du hast es schon richtig gesagt. Wir haben das Thema versucht, halbwegs neutral anzusprechen, ohne allzu sehr selber Position zu beziehen. Wir haben Fragezeichen angebracht, natürlich nicht daran, ob das Verhalten von Herrn Weinstein jetzt tatsächlich ein sexueller Übergriff war, das steht ja völlig außer Frage, sondern wir haben einen anderen Fall aus Deutschland gebracht von einer Berliner Staatssekretärin, Frau Schäbli, die auf Facebook gepostet hatte, dass sie Opfer eines sexistischen Vorfalls geworden sei und hatten versucht, das möglichst neutral zu diskutieren, hatten aber ein paar Fragezeichen angebracht und fanden auch ihr Verhalten jetzt nicht, wie soll ich sagen, hundertprozentig zwingend, mal ganz vorsichtig formuliert. Und das hat in unseren Kommentaren extrem hohe Wellen geschlagen, muss man so deutlich sagen. Einige Frauen, die uns, also man muss ja immer sagen, wir wissen bei den Kommentatoren und Kommentatorinnen überhaupt nicht, wer das ist, aber Personen, die sich selbst als Frauen identifizierten durch die Vornamen, haben uns da teilweise sehr hart kritisiert, wie ich finde, auch teilweise zu Unrecht, weil wir ja eben gerade versucht haben, keine Position zu beziehen. Da wurde uns dann aber vorgehalten, wir hätten aber schon allein dadurch Position bezogen, dass wir nicht Position beziehen, das alleine sei schon verurteilenswert. Ich möchte da ehrlich gesagt gar nicht persönlich mich nochmal bekennen, denn mein persönlicher Eindruck ist, es ist völlig egal, was man sagt. Es regen sich die allermeisten darüber auf, weil es in einen zu weit geht, den anderen lange nicht weit genug. Deswegen haben wir uns entschieden, im Vorfeld dieser Sendung einfach mal Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen zu lassen. Wir hatten da, denke ich, eine relativ bunte und vielseitige Diskussion und haben da einfach mal so ein paar Stimmen rausgesucht, die, denke ich, deutlich machen, wie schwer es immer noch ist, auch 2017 über das Thema Sexismus zu sprechen, auch wenn, ich sag mal, zwei hoffentlich irgendwie progressive Männer wie Philipp und ich, so jedenfalls, glaube ich, verstehen wir uns selber, darüber reden, ist es eben trotzdem noch lange nicht gut. Deswegen zitieren wir einfach jetzt mal andere Stimmen
aus unseren Kommentaren. Vielleicht ganz kurz noch vorangestellt, das findet man über lagedernation.org. Wenn man da die Sendung oder unsere Seite aufruft, lagedernation.org, dann findet man ja die einzelnen Folgen und da findet sich dann immer eine Zeile, wo steht, meinetwegen 50 Kommentare. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man auch die Kommentare. Ist etwas schwer zu finden. Wir wurden auf Facebook schon verschiedentlich gefragt, wo man das denn findet. Also, Stimme zunächst mal. Thema MeToo, wer darf darüber reden? Ivo schreibt, ich glaube, dass wir bei dem Thema viel mehr erreichen können, wenn wir weniger über die Frauen und die Männer reden, sondern wenn Frauen und Männer miteinander reden und wir uns gegenseitig besser verstehen. Das würde bestimmt auch vielen Männern helfen, dem Sexismus anderer entgegenzutreten. Stefan H. ist völlig anderer Meinung. Stefan H. schreibt, entweder man begreift Männer als gleichwertige Partner im Sexismusdiskurs oder man schließt sie aus. Da gibt es keine Zwischenstufen. Und wenn man Männer als gleichwertige Partner betrachtet, braucht es auch nicht bei jeder einzelnen Diskussion eine explizite Frauenmeinung. Diese sind jederzeit millionenfach im Netz und Twitter abrufbar. Der öffentliche Raum ist kein Safe Space. Hier kollidieren immer Meinungen und Ansichten und die Grenzen dessen ergeben sich aus Gesetzen, nicht aus individuellen Befindlichkeiten. Ja, das sind jetzt, denke ich, zwei Positionen, die schon so ein bisschen die Extreme der Skala ausloten. Dann natürlich ganz wichtig, ja, Philipp? Ja, nee, genau, also ich dachte, genau, ganz wichtig, was ist eigentlich oder war es Sexismus? Ja, ich denke, das bezieht sich jetzt auf die Frage von der Außenamtsmitarbeiterin, oder? Der Staatssekretärin? Ja, dazu vielleicht ganz kurz noch der Hinweis, was in der Diskussion auch so ein ganz bisschen durcheinander ging. Vielleicht haben wir das auch in der Sendung nicht deutlich genug getrennt. Es waren ja im Grunde zwei Vorfälle. Zum einen hat der Einladende, so ein ehemaliger Diplomat, Frau Schäbli zunächst mal nicht erkannt. Frau Schäbli hat sich offenbar nicht vorgestellt oder so, sondern hat sich einfach in die erste Reihe gesetzt und erkannte sie nicht. Deswegen hat er überhaupt nicht gesehen, dass sie da ist und hat irgendwie eine Moderation angefangen nach dem Motto, die Staatssekretärin ist noch nicht da, und dann hat sie sich gemeldet. Also Punkt eins war, er hat sie nicht erkannt. Punkt zwei war, wie hat er darauf reagiert? Er hat dann gesagt, sinngemäß, dass er sie eben nicht erkannt hat, weil er so eine junge Frau nicht erwartet hat, und dann ist sie auch noch schön. Ja, so sinngemäß war das der Ton. Es gibt so ein bisschen Streit darüber, was er nun wörtlich gesagt hat. Frau Schäbli stellt es etwas anders dar als die Welt. Aber das im Kern ging es einmal um Nichterkennen, zum anderen um die Bemerkung, sie sei jung und schön und eine Frau. So, das waren die Eckpunkte. Und war das jetzt sexistisch? Also zum einen das Nichterkennen, aber vor allem drehte sich die Diskussion in den Kommentaren um die Frage dieser nachgeschobenen Bemerkungen, halbe Entschuldigung, halbe Selbstrechtfertigung. Und dazu waren unsere Hörerinnen und Hörer auch völlig unterschiedlicher Meinung, Philipp. Ja, also Dave Remmel schreibt, tut man Menschen, die wirklich unter Sexismus, Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz leiden, nicht unrecht, wenn man, wie Frau Schäbli, eine derart triviale Sache so ausschlachtet? Fragezeichen. Ich halte es für wichtig, dass man die Leute dafür sensibilisiert, aber dass man das macht man nicht dadurch, dass man wegen einem etwas dämlichen formulierten Satz so ein Theater macht. Und hey, der Mann ist 74, der kommt aus einer anderen Generation. Ja. Dann schreibt Martha Harry. Matari schreibt, Me Too, fand es sehr sympathisch, wie ihr beiden zu dem Thema herumgestottert habt. Thema Staatssekretärin, Opfer ist, wer sich dazu macht, schreibt Matari, sofern es nicht wie bei der Vergewaltigung um ein eindeutig kriminelles Gewaltdelikt geht. Frauen, die Pöbeleien wie Vergewaltigung behandeln wollen, wissen nicht, worum es geht und handeln unsolidarisch, banalisierend und letztlich verletzend jenen Frauen gegenüber, die mit einer Vergewaltigung klarkommen müssen. Völlig anders, glaube ich, der Sören, ne? Ja, Sören sagt, nichtsdestotrotz gehörte es sich nicht, dass der Herr dort zu Frau Schäbli gesagt hatte. Oder was der Herr dort zu Frau Schäbli gesagt hatte. Ich finde das aber eher eine Sache zum Fremdschämen und nicht etwas, was man gleich zum Megathema machen sollte. Wohl bemerkt, Bezug auf den konkreten Fall, ganz grundsätzlicher Art, aber durchaus schon. Insofern fand ich, dass Ulf und Philipp da schon richtig lagen. Vicky ist anderer Meinung. Vicky schreibt zum Thema MeToo und der Situation mit der Staatssekretärin. Ich stelle mir die Situation vor und fühle mich sehr unwohl, Ausrufezeichen. Kenne solche Situationen auch. Bin mir nicht sicher, was ich genau daran schlimm finde, aber es fühlt sich an. Du bist anders, Geschlecht, Aussehen, du wirst belächelt. Ebenso Nicole. Meiner Meinung nach, schreibt Nicole, ist dieser Kommentar sexistisch. Die Begründung liegt für mich in der Frage, ob der gleiche Kommentar auch gegenüber einem Mann gemacht worden wäre. Und da ich nicht glaube, dass das hier der Fall gewesen wäre, ist das für mich eine sexistische Aussage und ich verstehe, warum sich die Staatssekretärin darüber aufregt. Ebenso Caro, die
noch eine persönliche Note dem Ganzen mitgibt. Vorneweg gebe ich euch vollkommen recht, dass man solche Vorfälle nicht auf eine Stufe mit sexuellen Übergriffen stellen sollte und kann. Vielleicht ist hier der Begriff Alltagssexismus angebrachter. Wenn man sich auf die von Frau Schäbli geschilderte Version bezieht, muss ich leider schon etwas emotional werden. Als Frau kann ich sie so gut verstehen. Es nervt tierisch. Und ja, davon trägt Frau kein Trauma davon, aber dieses Verhalten von alten Männern, ihr Versagen charmant mit einem Kompliment über das Aussehen zu kaschieren, nervt. Und dieser Kommentar fällt beim Stell dir vor, es wäre ein Mann-Test durch. Und Eva Ludwig schreibt, ich bin 25, Studentin und auch jemand, der Sexismus à la Schäbli erfahren hat. Dabei bin ich durchaus bei Ihnen, wenn Sie in Zweifel stellen, ob der Fall wirklich schon Sexismus ist, denn dies ist durchaus eine berechtigte Frage. Wurde Frau Schäbli die Kompetenz aufgrund ihres Geschlechts aberkannt, ist hier wohl die Kernfrage. Und meine Antwort, ich bin mir relativ sicher, dass dies nicht die Intention des Herrn war. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass ich mich definitiv genauso daran gestört hätte wie Frau Schäbli und es als sexuelle Belästigung wahrgenommen hätte, die ich als Frau viel zu oft dulden muss. Vielleicht. Ja, und zum Ah ja, okay. Und zum Schluss noch der Kommentar von Aramis, der sich selber als Hetero-Mann beschreibt und der einen Vergleich zieht, den ich persönlich sehr interessant fand. Denn viele Kommentatorinnen wahrscheinlich vor allem haben angemerkt, dass es offenbar Männern sehr schwer falle, eigentlich nachzuvollziehen, warum sexistische Kommentare eigentlich so verletzend sind. Und ich finde, der Aramis bringt hier einen Vergleich und auch eine Einordnung, die ich jedenfalls sehr erhellend fand. Also er schreibt Hetero-Mann hier, ich habe mich beim Hören der Lage auch ein bisschen darüber gewundert, wie ihr den Schäbli-Vorfall kommentiert habt. Bin kein ausgesprochener Feminist, aber vor Ewigkeiten habe ich bei Simone de Beauvoir etwas gelesen, das ich seitdem immer wieder sehr erhellend fand. Und jetzt hatte er ein englisches Zitat, da haben wir mal die deutsche Entsprechung, die deutsche Übersetzung rausgesucht. Und Simone de Beauvoir hat geschrieben, der Mann denkt sich ohne die Frau. Sie denkt sich nicht ohne den Mann. Sie wird bestimmt und unterschieden mit Bezug auf den Mann. Dieser aber nicht mit Bezug auf sie. Sie ist das Unwesentliche angesichts des Wesentlichen. Er ist das Subjekt, er ist das Absolute, sie ist das Andere. Ja, soweit das Zitat. Und jetzt schreibt Aramis seine persönliche Erfahrung. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich sofort eine Intuition davon, was hier gemeint ist. Bin als Migrantenkind in Ostdeutschland aufgewachsen und habe lange darunter gelitten, dass ich regelmäßig den Eindruck hatte, nicht als normaler Junge wahrgenommen zu werden, sondern als Ausländerjunge. Ich habe das nicht als ein zusätzliches Prädikat erlebt, das meine Person bereichert, sondern vielmehr als einen Mangel oder eine Beschränkung, die für mich vermutlich deshalb so schmerzhaft war, weil sie von außen auferlegt und nahezu allgegenwärtig war, sodass es mir kaum möglich war, mich selbst nicht in Relation zu den eigentlichen Personen zu begreifen, zu denen ich mich selbst ja nicht zählen durfte, und als ein Selbst und ein Subjekt in einem absoluten Sinne. Schon der Umstand, dass ich jetzt noch davon erzähle, spricht Bände. Es tut mir heute noch weh, wenn mich jemand anschaut und ich merke, wie mein Gegenüber darüber nachdenkt, ob ich in die Ausländerschublade gesteckt und mit den entsprechenden Vorbehalten behandelt werden sollte. Das relativiert sich schnell, wenn ich zu reden beginne und dabei meine sächsische Mundart offenbare. Aber dieser initiale Blick ist jedes Mal unangenehm, weil er mich in gewisser Weise meiner Subjektivität beraubt. Ich vermute, dass es sich für Frauen ähnlich anfühlt, wenn sie im Blick oder in den Worten eines Mannes erkennen, dass sie gerade hauptsächlich als Frau betrachtet und beurteilt werden, obwohl das der Situation nicht angemessen ist. Wie gesagt, das ist die Sicht eines Menschen, der sich selbst als Mann beschreibt, aber mich wiederum als Mann hat es in gewisser Hinsicht berührt, weil ich glaube, ich kann mich jetzt ein bisschen besser reinfühlen. Mhm. Du hast noch was anderes gesehen. Ja, genau. Ich habe gestern Extra 3 noch gesehen. Ich finde das ja ein bisschen hölzern, was die so machen, auch gerade so im Vergleich zur amerikanischen Sendung. Aber die hatten da so einen Spot, den ich dann doch irgendwie ganz interessant fand, der nämlich dieses Szenario mal durchspielt, wie würde es eigentlich sein, wenn Frauen über Männer so reden, wie Männer über Frauen heute oft reden, also im Beruf, beim Einkaufen. Das haben die mal durchgespielt, wo sich zwei Frauen quasi so benehmen, wie viele Männer sich heute benehmen. Und da wurde mir so als Mann auch schon mal so ein bisschen der Spiegel vorgehalten und ich habe gemerkt, ja, also wenn Frauen so über mich reden würden als Mann oder über Männer insgesamt und ich mich da angesprochen fühlen würde, da gab schon sehr viele Momente, wo ich so dachte, oh, Alter, krass, auf gar keinen Fall, wie seid ihr denn drauf?
dann daran denken, dass das für viele Frauen heute Alltag ist, hat schon, sagen wir mal, ein sehr merkwürdiges und ungutes Gefühl hinterlassen. Wir verlinken diesen Clip mal, finde ich, der spielt das mal durch und der bringt das ganz gut auf den Punkt. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage ist, also dieses Thema hat offensichtlich eine extreme Diskussion ausgelöst. Also das heißt extreme Diskussion, aber eine sehr engagierte, emotionale Diskussion mit vielen Positionen. Das zeigt, da gibt es viel zu diskutieren. Ich finde, der Ton war natürlich manchmal sehr erhitzt, aber tatsächlich gab es ja auch bei uns im Blog eine durchaus sachliche Debatte. Und ja gut, ich habe natürlich auch echt hart moderiert. Ja. Das muss man sehen. Du hast vielleicht jetzt auch nicht alle Beiträge wirklich gesehen. Ich habe die Sachen rausgelöscht, ehrlich gesagt, mit persönlichen Angriffen, sei es auf uns Podcaster, sei es auf andere Kommentatoren. Manchmal mache ich das so, dass ich die Kommentare bearbeite, aber jetzt bin ich ehrlich gesagt im Urlaub und habe auch keine Zeit, stundenlang irgendwie auf dem iPhone in den Kommentaren rumzustochern. Deswegen, das vielleicht nochmal an dieser Stelle sei das gesagt, also persönliche Angriffe, Beleidigungen auf Philipp und mich oder auf andere Kommentatoren werden mindestens moderiert, wenn nicht schlicht der ganze Beitrag gelöscht. Das geht nicht. Ja? Also diese Plattform ist quasi unser virtueller Diskussionsraum und da wird nicht auf den Boden gepinkelt und in die Ecke gespuckt, sondern da bitte verhaltet euch zivilisiert, auch wenn es mitunter schwerfällt, auch wenn wir euch vielleicht total nerven und aufregen, das tut uns leid, aber das wird nicht dadurch besser, dass ihr uns persönlich angreift. Das gilt zum Beispiel auch für Unterstellungen, irgendwie, das handelte sich um einen tendenziösen Podcast. Tendenziös ist für mich jedenfalls, gestützt auch durch Wikipedia, eine absichtlich einseitige Berichterstattung. Wir versuchen, unsere Berichterstattung neutral auszurichten, was die Fakten angeht und bewerten dann subjektiv, was völlig normal ist, aber wir machen keinen tendenziösen Podcast und deswegen brauchen wir das auch nicht in Kommentaren zu lesen zum Beispiel. Ja, aber was ist denn jetzt für dich hängen geblieben? Kannst du da noch was sagen? Also diese Diskussion... Ich finde, wir sollten das jetzt so dabei stehen lassen. Ich glaube, ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich möchte, glaube ich, gar nicht nochmal Positionen beziehen, weil das sonst alles von vorne losgeht und weil ich auch glaube, dass wir so ein relativ buntes Meinungsbild in den Kommentaren haben. Vielleicht kann man das nochmal nachlesen. Ich glaube, es ist jedenfalls offensichtlich sehr schwer, über Sexismus zu reden. Das kann man gar nicht anders sagen. Und ich glaube, deswegen möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht nochmal ein Bekenntnis in die eine oder andere Richtung abgeben. Ich glaube nur, es ist jedenfalls sehr wichtig, dass wir das Thema angeschnitten haben. Wir haben dem gar nicht diese gigantische Bedeutung beigemessen, aber es hat jetzt eine große Bedeutung bekommen und das finde ich auch gut. Ich finde es auch gut, dass so viele Menschen sich offensichtlich angesprochen fühlten, ihre ganz unterschiedliche Sichtweise beigetragen haben und ich bin auch sehr froh für die Kritik. Ich sage ja immer, die Lage ist für mich persönlich ein enormes Bildungserlebnis und ich habe auch bei dieser Diskussion eine Menge gelernt und dafür bin ich sehr dankbar und ja, vielleicht so viel an dieser Stelle. Genau, also ich fühle das ähnlich, ich empfinde das momentan gerade so. Ich habe dazu zu vielen, ganz vielen wesentlichen Punkten einfach noch keine Meinung und für mich ist das auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt bisher nicht so intensiv beschäftigt habe und diese Diskussion ist eher so, dass ich da noch in dieser Phase so des interessierten Beobachters bin und das lese und das aufnehme und sich da so ganz langsam was zusammensetzt. So, aber so richtig zusammengesetzt hat sich da noch nichts und deswegen fühle ich mich jetzt auch hier noch nicht, also weder in der Lage noch besonders motiviert und getrieben, hier mal irgendeine Position rauszuhauen. Die habe ich einfach noch nicht. Und deswegen würde ich auch sagen, ist das durchaus okay, wenn wir das einfach hierbei jetzt belassen. Also soll ich nicht dahin erinnern, noch weitere Kommentare abzuwerfen, aber von uns ist es das jetzt erstmal zu diesem Punkt, das, was wir dazu sagen können. Vielleicht noch ganz kurz Feedback zum Thema Werbung. Da hat Konrad geschrieben, neben der Lage höre ich noch viele englische Podcasts, wöchentliche Sendungen. Und die schalten auch Werbung, aber nicht auf die hier in Deutschland typische Art und Weise in Form von Werbeclips, die dann von den Werbenden produziert und in Auftrag gegeben werden. Stattdessen lesen die Podcaster von den Firmen vorgefertigte Werbetexte mehr oder weniger frei vor. Es handelt sich dabei zwar auch um Werbung, jedoch habe ich festgestellt, dass mich diese Art der Werbung weit weniger stört als der Mist, entschuldigt den Ausdruck, den wir hierzulande im Radio präsentiert bekommen. Ich persönlich hätte kein Problem damit, wenn
ihr ein ähnliches Werbeformat in der Lage einführen würdet. Eventuell könnte man das über die Plus-Abos derartige Werbung dann ausblenden. Ja, wobei mich die oben aufgeführte Art der Werbung in amerikanischen Shows nicht wirklich stört. Konrad, vielen Dank für den Einwurf. Wir hatten jetzt bisher noch keine Werbung, aber letztlich ist genau das, was uns vorschwebt. Wer das Abo klickt, Küchenstudio Plus, der ist die Werbung los und von großen Clips ist derzeit auch nicht geplant, sondern das wird so ablaufen, wie das hier von dir skizziert wurde, wenn es denn da mal zukommt. Stichwort ist übrigens Native Advertising, ja, also so der Fachbegriff in der Werbeindustrie für quasi kurze Werbeblöcke, die von den Podcastern oder einem von uns vorgelesen werden, nennt man Native Advertising, eben im Gegensatz zu solchen Spots. Und ich persönlich empfinde das auch so. Also ich höre ja relativ viel amerikanische Podcasts auch und da ist das in der Tat das Standardformat, nicht irgendwie ein vorproduzierter Spot mit irgendwelchen dämlichen Jingles, sondern wegen eine kurze Vorstellung eines Produkts, häufig auch mit persönlichem Bezug nach dem Motto, wir nutzen das selber. Und das, denke ich, auch nervt deutlich weniger, vor allem, wenn es irgendwie noch ganz charmant vorgetragen ist, als so ein richtiger Spot. Ja, wobei man bei diesem Begriff ganz kurz nochmal differenzieren muss. Also ich glaube, Native Advertising heißt im klassischen Begriff, dass beim Print beispielsweise eine Werbung daherkommt wie ein Artikel. Und die Kritik am Native Advertising ist ganz oft und gewesen, dass die Trennung zwischen Werbung und Inhalt verschwimmt. Also da wird dann in der New York Times ein großer Artikel über, ich weiß nicht, Sportschuhe oder Fußball oder so veröffentlicht und irgendwo klein steht dann wie Native Advertising und irgendwo ganz unten irgendwie kaum lesbar steht dann, dass dieser Artikel bezahlt wurde von. So, aber das ganze Ding, die Aufmachung, Überschriften, Bilder etc. kommt daher wie ein ganz normaler journalistischer Artikel. Und das wird bei uns nicht der Fall sein, sondern wir werden das vorlesen, ja, wir werden das vortragen. Insofern gibt es einen Inhalt, eine Verbindung zwischen dem Journalisten zwischen Philipp Banse und dem Werbung vortragenden Philipp Banse, aber wir werden es ganz, ganz klar und völlig unmissverständlich trennen und kennzeichnen. Also es wird niemandem entgehen, dass dieser Beitrag, der dann da folgt, bezahlt ist und Werbung ist. So. Ja klar, das ist klar. Genau. Also ich denke, damit haben wir jetzt eine runde Sache abgeliefert und die Lage der Nation ausführlich und abschließend beurteilt, oder was denkst du? Ich denke auch, das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns sehr über eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Diskutiert weiter so engagiert mit wie die vergangene Folge unter lagedernation.org. Wenn euch die Lage gefallen hat, freuen wir uns auch über ein positives Feedback auf iTunes. Das hilft uns natürlich sehr, gefunden zu werden. iOS 11 hat es jetzt nicht leichter gemacht, hat die Podcast-Rankings so ein bisschen versteckt. Aber durch positives Feedback rücken wir da weiter nach oben und sind dann vielleicht ein bisschen besser sichtbar und aufzufinden. Das freut uns natürlich sehr. Und wir haben ganz zum Schluss natürlich nochmal hinzuweisen auf die Möglichkeit, die Lage der Nation durch ein Abo von Küchenstudio Plus zu unterstützen, Philipp. Und da haben wir diese Woche noch ein Special vorbereitet. Genau, man kann ein Abo verschenken. Also ihr könnt es natürlich einerseits für euch kaufen, aber ihr könnt auch das Abo verschenken. Also sprich für jemand anderes ein Abo klicken. Den Link dazu findet ihr auf der Webseite oder in den Shownotes in eurer Podcast-App. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Auf bald. Ciao. Ciao. Ciao.